Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von der Genlog 2023, und zwar dieses Mal zu Part 2. Der erste Part kam mir bereits ziemlich gut bei euch an, und ich werde jetzt alle paar Tage einen weiteren Part nachliefern, bis das Projekt abgeschlossen ist. Und für die Leute, die nicht mitbekommen haben, wie das Ganze funktioniert, hier nochmal kurz die Erklärung. Ich wollte praktisch eine ultimative Nuzlocke durchspielen durch das gesamte Franchise. Also von Pokémon Gelb bis Pokémon Karmesin, durch insgesamt 15 Pokémon-Spiele durch, auch durch die ganzen Remakes. Das Ganze war der schwierigste Run, den ich jemals probiert habe, bei weitem, und auch mit gigantischem Abstand mein erfolgreichstes Twitch-Projekt, was ich jemals live gestreamt habe. Es gab hier unglaublich viele spannende Momente, und ich habe mir auch noch etliche Zusatzregeln auferlegt, um jede Generation so schwer zu machen wie möglich. Und sobald ich halt irgendwo down gegangen bin, vollkommen egal bei welchem Kampf, musste ich komplett wieder bei Spiel 1 anfangen, und das gesamte Projekt lief über Wochen und Monate, und ich habe da hunderte und aberhunderte Stunden reingesteckt und dann noch diese Videoserie produziert. Bevor wir jetzt aber anfangen, noch ein paar Infos zu meinem heutigen Sponsor, und das ist dieses Mal wieder Holy. Bisher war ja Holy bekannt dafür, vor allem Eistees und Energies anzubieten, und da gibt es ja wirklich unglaublich viele verschiedene Sorten zum Ausprobieren. Es gibt jetzt aber noch eine dritte Sache, die ich zeigen kann, und zwar gibt es jetzt Sportdrinks bzw. Elektrolytgetränke mit Nährstoffen und so, und da haben wir jetzt auch schon drei Sorten. Wir haben zunächst mal Strawberry Kiwi, meine Lieblingssorte. Es gibt allerdings auch noch Pink Grapefruit und auch noch White Peach, die ebenfalls ziemlich gut schmecken. Und ich bin mir sicher, in Zukunft könnte da noch mehr kommen, weil Holy bietet normalerweise wirklich eine so große Vielfalt an Sorten an, dass da für jeden was dabei sein sollte. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das Ganze ist auch ziemlich gut geworden. Ich kann aber noch eine weitere neue Sache hier ansprechen. Und zwar gibt es jetzt zur Weihnachtszeit nicht nur diese Adventskalender, es gibt tatsächlich auch zwei neue Sorten, und zwar Bratapfel auf der Energy-Seite und Winterpunsch auf der Eistee-Seite. Und die sind zeitlich limitiert für die Winterzeit, weil die ja dort am besten reinpassen. Und wenn euch die interessieren sollten, solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Ich werde euch wie immer die Seite von Holy in der Beschreibung verlinken, ganz oben. Und ihr könnt auch gerne den Rabattcode CREEPFAN5 einsetzen, um das Ganze ein bisschen günstiger zu bekommen. Und ich denke wirklich, bei Holy kann sich jeder was aussuchen, weil es so viel Vielfalt gibt. Jetzt aber würde ich sagen, zurück zum Video. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der zweiten Folge. Und wir befinden uns mittlerweile beim Start von Pokémon Smaragd, also von der dritten Generation, im dritten Spiel der Genlog von 15. Und es waren bisher auch nur 8 Pokémon gestorben. Ich denke, das war keine so schlechte Bilanz. Natürlich habe ich mir aber auch bei der dritten Generation mal wieder einige Pokémon verboten, um das Ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen, und das waren dieses Mal folgende. Ich habe mir Metagross verboten, eines der großen Pseudo-Legendaries von Gen 3, weil das ist Stahl-Psycho und resistiert deswegen extrem viele Typen und es hat unglaublich gute Basiswerte. Und ja, das ist zwar extrem schwer einzufangen bei einer Nuzlocke, wegen der furchtbaren Catch-Rate, wenn man aber später im Run bereits einen Meisterball haben sollte oder einfach bereits extrem viele Pokebälle, dann ist das kein großes Problem trotzdem und es ist einfach zu gut. Ich habe allerdings auch Stolos verboten, ähnlich wie Stalos bereits in Gen 2, einfach weil es ein physisch-defensives Bollwerk ist, mit dem die KI nicht so gut klarkommt, also fand ich das auch ein bisschen zu mächtig und zu defensiv. Und dann habe ich auch noch Letterking verboten. Und Letterking hat natürlich eine sehr schlechte Fähigkeit und muss jede zweite Runde aussetzen. Es ist aber auch gleichzeitig so stark wie diverse Überlegis und eigentlich komplett broken von den Basiswerten her. Und wenn man dem beispielsweise Hyperstrahl geben sollte, der in Gen 3 sogar physisch war, kann man praktisch alles one-shotten. Und das Ding hätte halt auch extrem viel Bulk. Und das letzte Pokémon, was ich mir noch verboten habe, war dann Ninja Tom, weil das hat zwar nur einen KP, aber auch die Fähigkeit Wunderwache und dementsprechend ist es immun gegen alle Attacken, die es nicht sehr effektiv treffen. Und in einem Format, wo ich die Movesets der Gegner meistens sehr gut voraussehen kann, würde das natürlich den halben Run cheesen. Und all diese 4 Pokémon waren auch in der gesamten Genlog verboten. Und um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, habe ich mir noch eine Bonusregel auferlegt, und zwar musste ich nach der Pokémon-Liga auch noch gegen Troy antreten, also gegen den optionalen Boss. Und der ist halt nicht so eindeutig Pflicht wie beispielsweise Trainer Rot in Gen 2, und deswegen wollte ich es hier doch mal separat ansprechen. Und der spielt halt 6 Pokémon im gehobenen 70er-Bereich, man sollte den also ernst nehmen. Aber gut, ich würde sagen, wir können jetzt mal anfangen mit der dritten Generation, und das Ganze war deutlich anspruchsvoller, als ich es erwartet hatte. Und zu Beginn konnte ich mal wieder meinen Starter aussuchen, aber dieses Mal war die Wahl hier ziemlich eindeutig. Denn ich konnte hier picken zwischen Isso, Krebutak und X-Bart.
Esso war natürlich verboten, weil es sich später zu wohin genau weiterentwickelt. Krebutak ist nicht so spielstark, aber X-Bart ist wirklich gut. Es hatte zwar in der dritten Generation noch nicht alle Attacken, die man heutzutage gerne darauf spielen würde, es hatte allerdings damals schon eine Bodenimmunität und mehrere mal 4 Resistenzen, die auch extrem gut sein können. Und es ist halt ebenfalls sehr, sehr schnell. Ich habe also das erstmal dankbar angenommen und konnte dann zum ersten Mal in der Genlog gegen Maike kämpfen, die dieses Mal ein kleines Banette gespielt hat, was ich über Erstauner angreifen konnte. Und nach dem Maike-Fight konnte ich dann zum ersten Mal in der dritten Generation einige Pokémon encountern, um mir jetzt erneut ein Team zu formen. Und dann habe ich Folgendes gefunden. Ich habe hier lächerlicherweise in der ersten Wiese ein Brutalanda gefunden und dann später noch ein Rihorn, ein Mauzi, ein Sandama und ein Rattan. Also eigentlich mal wieder eine unglaublich gute Encounterwelle. Ja, aber wie gesagt, das Brutalanda kam halt in der ersten Wiese und es war viel zu gefährlich. Es hätte praktisch sofort fast mein X-Bart gekillt und ich musste direkt fliehen, weil ich sonst down gegangen wäre. Ich hab's also mal wieder nicht bekommen. Ich weiß wirklich nicht, warum die Genlog so verflucht war, aber ich habe extrem häufig Pokémon gefunden, die ich einfach nicht catchen konnte. Nachdem ich aber dann einen kleinen Team Aquarüpel besiegt hatte im Blütenburgwald, konnte ich vor der ersten Arena noch 2 weitere Pokémon einfangen, in der Hoffnung, noch irgendwie ein vernünftiges Team zu bauen, und dann habe ich das hier gekriegt. Ich habe nur Knofensa und Psyana bekommen. Und das ist nicht wirklich gut. Ja, Psyana kann zwar ein recht schnelles und starkes Psycho-Pokémon sein, es wird allerdings erst auf Level 16 Konfusion erlernen und es hat bis dahin praktisch nur Tackle und Sandwirbel und kann kaum helfen. Ich musste also dann mit einem extrem schlechten Team bei der ersten Arena antreten und nur die Hälfte davon war voll entwickelt. Und Felicia hatte jetzt bereits 3 Pokémon und nicht nur 2 sowie Rocco oder Falk in Gen 2. Die Spiele werden halt immer härter. Erster Arenaleiter, wir kämpfen gegen Felicia und wir haben überhaupt kein Team. Topsy, okay. Topsy ist nett. Bei Topsy schlage ich vor, einmal Screech und dann in Rehorn. Ist wohl das beste Play, was ich machen kann. Hornattacke sollte jetzt guten Schaden machen. Im besten Fall benutzt Topsy noch einen Trank. Ich bin gerade so dankbar über dieses Topsy allein schon. Bitte, bitte noch mehr so Gegner. Ich meine, es ist wirklich alles möglich. Okay, leider One-Shot. Das wollte ich nicht mal unbedingt. Was noch? Was? Wait. Hat es Moves? Ich glaube, es hat kein Moveset. Hat es nicht in Gen 3 keine Attacken zu Beginn? Es hat nur Wirbelwind und Safeguard. Oh mein Gott, das ist geschenkt. Ich sollte jetzt nicht auf minus 6 ihn hauen, denn wir wollen, dass er einen Trank nimmt. Ja, ein Trank raus. Oh, nice. Das gefährlichste Pokémon ist halt noch da, ne? Sie hat noch einen 15er. Puh, komm, bitte. Irgendwas Faires. Ja, was ist es? Oh Gott, hat es nicht Ultraschall? Felicia hat Ultraschall. Wir machen erstmal Kreideschrei. Missplay. Gut. Der hat Lärm. Als ob der Lärmschutz hat. Okay, das ist schlecht. Ich kann nur für möglichst viel Damage gehen und hoffen, dass er missplayt. Jeder Chip hilft. Da ist der Ultraschall. Aua. Die Silbeere. Mettert, die haut uns jetzt nochmal auf 24 Leben. Ich kann nochmal kurz drin bleiben. Ja, das war leider eine High Range von Tackle. Jetzt kann ich Ultraschall nicht mehr überleben. Aber Crit, okay. Wir gehen raus. Ich gehe in, ja, in das bestmögliche Play. Das ist definitiv Alex an dem Punkt. Denn Alex kann mit Giftstachel vergiften. Es ist das bestmögliche Opfer, um rüberzukommen in die. In die Dinge ins Pokémon, aber leider missplayt er nicht. Ja gut, ich war ja auch im Kill-Range, ne? Ah ne, okay, er kann missplayen. Gift. Oh ja. Wir haben gewonnen. Ziemlich sicher. Ich glaube nicht, dass er in der Zeit uns umbringen kann. Okay, ja, ja, wir haben gewonnen. In dem Fall lohnt sich das Opfer von Alex auch nicht. Wir gehen rüber in Sand am Meer.
Die Strategie bei solchen Kämpfen ist es immer, so viel nervig dem Gegner gegen seine Karten zu spielen, dass man positives RNG möglichst krass erzwingt. Sowas wie der Giftstachel eben. Einfach probieren. Manchmal hilft es, wenn man so zwei, drei Sachen noch einstreut, bevor man auf den Sandwirbel strattern geht. Okay, wir sind ohne Tode durch Felicia gekommen, trotz Ho-Oh und Ultraschall. Ho-Oh direkt in der ersten Arena war schon ziemlich dreist, muss man sagen. Ich konnte hier aber glücklich sein, dass es halt noch kein Moveset hatte. Zum Vergleich in der zweiten Generation beispielsweise hätte es Läuterfeuer auf Level 1. Ich kann also froh sein, dass es in Gen 3 erst kam. Ja, aber das Elektroball mit Ultraschall mit 20 Fixschaden war jetzt auch nicht wirklich angenehm. Es war aber zumindest nichts down gegangen und ich konnte den Run hier weiterspielen. Und eigentlich war ich mir dann an dem Punkt sicher, dass es kein Thema sein sollte, jetzt ein richtiges Team zu bauen. Denn ich musste dann nur noch gegen Maike gewinnen, die nur zwei Pokémon hatte und die ist eigentlich nie gefährlich. Und dann konnte ich rund um Fausterhafen vor der zweiten Arena eine ganze Menge Pokémon encountern. Ich habe es mir zwar nicht erlaubt, direkt Graviport City vorzuziehen und wirklich alles zu encountern, was möglich war, aber es kam trotzdem einiges zusammen. Aber schaut euch diesen Müll hier an. Ich habe einfach Granbull gefunden, Schwalboss, Illumise, Geradax, Kanivanha und Seepair. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Praktisch alle Encounter waren komplett schrecklich. Ich musste also nach wie vor, ohne richtiges Team, dann auch noch irgendwie gegen Camillo gewinnen und ich habe mir dann wirklich große Sorgen gemacht. Wie gesagt, solche Situationen hier können während der Genlock einfach dutzende Male auftreten und es reicht halt ein schwieriger Fight, den ich dann nicht schaffe, und alles ist verloren. Und das ist ein bisschen brutal. Camillo ist der Nächste. Ich habe immer noch kein richtiges Team. Mundtier. Okay, ich leade hier mit Alessandra, um mit Konfusion vorne ganz guten Schaden machen zu können. Die Frage ist jetzt, wollen wir bei Mundtier in Rihorn wechseln? Ich möchte ungern Alessandra sofort belasten für einen Gegner, den wir auch anders killen können. Aufruhr. Schlitzer erst auf Level 23. Ah ja. Danke für den Mist, Pascal. Felsgrab auch wirklich eine geile Attacke. Danke, Game Freak. 50er Basisstärke, 80 Genauigkeit. Wirklich richtig nice. Und der Double Mist zu 4%. Er nutzt allerdings hier leider keinen Trank, ne? Wegen der Aufruhr wahrscheinlich. Ist okay. Weg damit. Noch zwei Gegner. Dann bekomme ich nochmal eine große Encounter-Welle. Taubsi. Oh, ich bin so dankbar, wirklich. Aber es ist leider nicht das Ace. Wir gehen hier auf Furienschlag. Ich will es auf gar keinen Fall in eine Range hauen, wo es sofort tot ist. Nein, die Vierer-Chain macht schon zu viel, verdammt. Okay, das war richtig dumm. Jetzt hat das Ace-Pokémon leider zwei Tränke. Was soll's. Nein, eigentlich so, nicht so. Nicht so. Es gibt nur einen Weg, Pixie vernünftig hier zu besiegen. Und das ist der sofortige Wechsel auf Melissa für Screech-Spam. Ich muss ihn an den Tränken und an der Beere vorbei one-shotten am besten. Screech-Spam gegen Komprimator. Jetzt wird's richtig spaßig, Digga. Das Moveset braucht ihr mir nicht zu schreiben, das weiß ich selbst. Ja, okay. Es ist leider der Fakt, dass ich schon einige Nuzlocke an Pixies verloren habe. Es ist so ehrenlos. Er macht es natürlich halt auch die ganze Zeit. Ne? Es macht nichts anderes. Ich denke nicht, dass es großartig gemattert hat, dass ich die Tränke nicht outplayed habe, weil es ist egal, ob er hier nur eine Beere hat oder nix. Ich muss ihn basically one-shotten. Jetzt fängt es richtig eklig an, mit Gesang zu spreaden. Die Taktik ist jetzt, so lange drin zu bleiben mit X-Bart wie möglich. Damit geben wir mehr Zeit für Komprimatoren. Aber ja, was willst du machen? Metronom. Okay, das war mit das Ungefährlichste, was möglich war. Wir sollten aber den Verteidigungsdrop im Auge behalten zu 50%.
Okay. Er ist auf minus 6, ich muss nur noch treffen. Mit irgendwas. Harry kurz? Bitte mit Rohr. Ich probiere mal eine Runde Tackle. Vielleicht wird's ja was. Das war eine sehr, sehr, sehr unglückliche Runde leider. Und Tackle geht daneben. Ist egal. Wir gehen in... Ja, am besten den besten physischen Move, den wir haben. Wie viel Angriff hat Geradax? 28. Plus 37. Okay, das ist wesentlich mehr. Das Beste, was ich tun kann... Okay, Planänderung. Wir gehen in Harry und machen noch mehr Bedroher rein. Noch mehr Bedroher. Wenn Harry stirbt, egal. Töte Harry meinetwegen. Harry macht jetzt so viele Bedroher, wie es geht. Pascal. Es könnte sein, dass Pascal in einen Metronom-Wasser-Move oder so oder Pflanzen-Move reinwechselt. Aber ist unwahrscheinlich. So viele Bedroher, wie es geht. Es ist so unangenehm. Ist Pascal tot? Jetzt kann er Omni boosten. Gott sei Dank, okay. Omni Boost wäre sehr unlustig geworden. Ich hätte nicht gedacht, Chat. Mache ich das nochmal? Ja. Wir sind in der Position, ja einfach für Schaden zu gehen. Stampfer trifft safe. Trifft sicherer, meine ich. Kopfnuss Geradax. Geradax einzuwechseln ist dämlich, dann kann er auch eingestiefert werden. Ja. Tot? Gott sei Dank. Hat zum Glück gereicht, weil Rihorn ist offensiv tatsächlich sehr stark für ein Basis-Pokémon. Alter. Pixie in den früheren Generationen ist einer meiner größten Erzfeinde, was Nuzlocke angeht. Komprimator ist einfach komplett lächerlich und das Ganze noch kombiniert mit Metronom und Gesang kann ganze Teams auslöschen. Ich habe schon mehrfach in meinem Leben ganze Nuzlocke verloren, weil ich das Ding einfach nicht mehr treffen konnte. Aber gut, in dem Fall hier habe ich es irgendwie brechen können, sogar ohne Verluste, obwohl ich nicht mein richtiges Team hatte. Und dafür kann ich sehr dankbar sein. Und als ich dann Graviport City erreicht hatte, habe ich gebettelt und gefleht nach richtigen Encountern. Ich wollte jetzt endlich ein richtiges Team haben und nicht einfach zwei komplette Spiele neu spielen müssen, weil ich nichts Vernünftiges encountere. Und das habe ich dann gekriegt. Ich habe hier Sonfel gefunden, Pudox und Gott sei Dank auch Sumpex. Sumpex war hier wirklich der Retter in der Not, muss ich sagen. Endlich mal ein vernünftiges, vollentwickeltes Pokémon, sogar ein Starter, was auch nur eine Schwäche besitzt. Damit kann man wirklich gut spielen und das wäre sogar für später theoretisch ein Liga-Kandidat. Die anderen beiden Encounter waren aber leider ziemlich mies. Mit Sumpex in der Tasche konnte ich dann aber zumindest halbwegs selbstbewusst Richtung Maike gehen, die oberhalb von Graviport City auf mich gewartet hat. Die hat jetzt aber auch schon ein halbes Team gespielt. Geleadet habe ich über Tropius mit meinem Sianer, was ja mittlerweile Konfusion spammen konnte. Und damit konnte ich Tropius zumindest in 3 Hits besiegen, ich wurde währenddessen aber auch gekrittet über Zauberblatt und Psyana war dann schon halb besiegt. Es hatte aber noch genug KP durch eine Beere, die es tragen konnte, um dann noch ein, zweimal gegen ihr Lapras anzugreifen, in das ich halt nicht reinwechseln wollte, weil das potenziell Gesang spammt. Ja, und damit konnte ich Lapras dann auch noch zur Hälfte schlagen und dann bin ich rübergewechselt auf Schwalbos, wo Lapras dann stellenweise gemissplayed hat und sogar gar keinen Gesang mehr eingesetzt hat. Das war ein bisschen lucky. Und ihr letztes Pokémon war dann auch ein Knuddeluff und das konnte ich zunächst mal mit Schwalbos sehr gut vorbelasten, allerdings hatte das Ding hier Schambolzen, weswegen ich dann nicht mehr konstant angreifen konnte und es hat eine große Duplex-Heap-Chain gelandet, weswegen Schwalbos enorm viel Schaden bekommen hat. Ich konnte aber dann noch in Sonfel wechseln, was Normalattacken sogar resistieren konnte, um den Kampf dann zu Ende zu führen. Und dadurch, dass ich dann Richtung Malvenfroh gehen konnte, um wieder mal weitere Pokémon einzufangen, hat sich doch dann sicherlich das Team noch weiter verbessert, oder? Naja, zumindest ein bisschen. Denn ich habe dann noch einen Hubbelupf bekommen, ein Lavitar und ein Lanturn. Lavitar wird später zu Despotar, was natürlich unglaublich gut ist.
Allerdings entwickelt sich das extrem spät, ähnlich wie auch Dragoran in Gen 1 zum Beispiel, und deswegen war das fürs Erste jetzt nicht wirklich eine Hilfe. Aber Landhund ist halt wirklich praktisch. Landhund ist eines der wenigen Outs gegen Kyogre beispielsweise, das wohl gefährlichste Pokémon aus ganz Gen 3, weil das Ding kann sehr effektiv im Regen sogar mit Donner angreifen, der safe trifft durch den Regen. Und deswegen bin ich eigentlich immer dankbar, das zu haben, vor allem bei Gen 3 Nuzlocke, wo es gegen Kyogre zum Beispiel halt nur sehr wenig gute Antworten gab. Aber leider hatte ich halt noch keinen Donner, weil ich noch nicht so weit im Spiel war. Und dementsprechend musste ich dann mit einem nur leicht verbesserten Team jetzt auch noch gegen Walter antreten in der Elektro-Arena und der hatte jetzt bereits 4 Pokémon. Pokémon Smaragd zieht schon wirklich ordentlich an, was die Schwierigkeit angeht und das ist mit den ersten beiden Generationen ehrlich gesagt kaum zu vergleichen. Der nächste Arenaleiter ist Walter mit 4 Pokémon, das ist eine ganze Menge. Raikou! Das ist die übliche Walter-Erfahrung. Okay, das ist lustig, weil im Anime gibt es doch mit Raikou Probleme, ne? In der Folge mit Walter. Das weiß ich noch, die habe ich als Kind gesehen. Wir gehen sofort in Gaudium und machen Lebensschuss. Es ist ein ziemlich stabiler Lead von Walter. Bis Flinches werden jetzt wirklich unangenehm. 5% Miss. Crit. Flinch. Okay. Flinch. Okay. Erster Treffer. Der Init-Drop könnte sehr, sehr bedeutsam sein. Kommt jetzt ein Supertrank? Leider nicht. Ja, dann ist er nicht bedeutsam. Wir treffen nochmal. Gut. Oh, Gott sei Dank. Alter. Das war kein guter Start für Gaudium mit diesem Run. Metang. Stahlpsycho, ja, kein schwacher Gegner. Alter, der resistet alles, was ich spiele. Folgendes Problem. Wenn Metang Bodycheck einsetzt, ist Gaudium maybe tot. Aber ich kann wechseln in Ehrenfeld und Donnerwelle machen. Ja, Gaudium, das wäre sehr eng geworden. Ich habe Gaudium weggestorben. Machen Donnerwelle. Und wenn Ehrenfeld es jetzt einfach nicht schafft, dann kann ich considern, Ehrenfeld oder ein anderes Pokémon zu opfern, um wieder in Gaudium zu kommen. Alter Walter. Walter hat wirklich, wirklich Bock heute, glaube ich. Aquaknarre. Superschall habe ich keinen Bock. Ehrenfeld lebt gerade sehr gefährlich. Ich will Ehrenfeld auf keinen Fall verlieren, weil das ein potenzielles Out ist gegen Kyogre. Es kommt Supertrank sowieso. Es kommt kein Supertrank? Okay. Töte mich nicht. Oh Gott. Gut. Er hätte jetzt schon an der Paralyse vorbeikritten müssen mit einer Attacke, die auf zu 15% misst. Das wäre sehr unwahrscheinlich gewesen. Tauboss. Wir töten mit Steinwurf, aber leider wird Sandwirbel von Tauboss ziemlich anstrengend werden. Ich hätte mit Hin- und Herwechseln und Konfusion und so, ich hätte theoretisch einen Supertrank rausleiern können, aber ich glaube, das ist nicht worth gerade. Letzter Gegner ist Ninjask. Ninjask mit Doppelteam und Schwertanz kann Nuzlocke beenden. Unwahrscheinlich, aber kann passieren. Können wir bitte please ihn umbringen, Doppelteam. Nice, das war's. Okay, Walter ohne Tode. Lol. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Das ist der traurigste Flügelschlag meines Lebens gewesen. Ninjas geschorene Festung, Tom. Für Tom ist wohl alles eine Festung. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal gute Pokémon finde. Ich fand's hier ziemlich cool, dass Walter tatsächlich einen Raikou verwendet hat, weil das einfach ziemlich gut zu ihm passt, muss ich sagen. Aber ich hätte halt hier fast einen Fehler gemacht. Hätte sein verdammtes Metang meinen Landschuhen weggekrittet, hätte ich geweint. Denn das wäre wirklich ein brutaler Schlag gewesen, einfach ohne Grund. Aber gut, das kam nicht dazu und ich konnte auch irgendwie den dritten Orden ohne Tode abschließen. Und dass ich hier ernsthaft noch keine weiteren Tode hatte, obwohl der Run eigentlich dermaßen schlecht lief,
war schon ein bisschen überraschend. Doch als ich dann auf dem Weg Richtung Lord Wechselfeld nochmal encountern durfte, habe ich dann endlich mal eine gute Encounterwelle gehabt und die sah folgendermaßen aus. Ich habe Gewaldro gefunden, Griffel, Impagator, Hypno und Turtok. Also eine ganze Menge Starter-Pokémon. Gewaldro ist aber besonders gut in Gen 3, weil es eine sehr gute Init hat und auch mal wieder ein relativ gutes Out darstellt gegen Kyogre und auch potenziell so ein bisschen Groudon, denn das darf man auch nicht vergessen. Die anderen beiden Starter waren aber halt mal wieder Wasser und deswegen habe ich dann an dem Punkt einfach ein halbes Wasserteam gespielt. Doch Wasser ist halt ein gutes Typing bei Nuzlocke und deswegen war das gar nicht mal so schlimm. Und dann hatte ich sogar endlich mal einen geschenkten Bossfight gegen Mark von Team Magma, denn der hatte nur drei Pokémon, die noch nicht mal safe voll entwickelt waren, weil die Levelkurve an dem Punkt noch nicht Level 30 erreicht hatte. Als ich aber dann auf dem Weg zu Flavia noch ein weiteres Pokémon fangen durfte, bin ich mir so ein bisschen verarscht vorgekommen. Denn ich habe dann ernsthaft auch noch Velsar gefunden, als weiteres Wasser-Boden-Pokémon. Ich meine, wie viel Wasser kann man bitte in einem Run finden? An sich ebenfalls kein so schlechtes Pokémon, aber ich hatte halt schon Sumpex. Die Arena von Flavia in Bad Lavastadt ist aber immer ein bisschen merkwürdig bei Nuzlocke. Weil die spielt zwar vier Pokémon, aber eins davon ist auf Level 29 und die anderen deutlich drunter. Und deswegen hat die halt heftige Levelausreißer, aber halt ebenfalls noch nichts auf Level 30. Und deswegen kann die Schwierigkeit von dieser Arena hier bei Nuzlocke extrem variieren. Ich hatte zunächst mal einen sehr guten Lead gegen Edictri, weil X-Bart halt gegen Bodenattacken immun war und Edictri konnte zwar nerven mit Sandwirbel, das hat aber nicht wirklich gemattert. Und als sie dann Magneton rausgeholt hat, um X-Bart einfach komplett zu countern, konnte ich rüberwechseln in Sumpex, immun sein gegen Elektroattacken und mit Lebensstoß vierfach effektiv angreifen. Und dagegen konnte Magneton natürlich gar nichts tun. Und Magnetons Superschall hat auch nicht gemattert. Und dann kam zwar ihr Level 29er rein, was hier zwei Level über mir war, weil ich mich ein bisschen gehandicapt hatte, das war aber nur ein Duflor, weil es halt noch nicht Level 30 war, und das konnte ich dann komplett wegcountern mit X-Bart. Leider wurde ich aber zumindest paralysiert und ein paralysiertes X-Bart ist halt nur halb so gut. Als viertes Pokémon hatte sie aber auch noch ein Ho-Oh, ähnlich wie Felicia. Wir wissen aber bereits, dass das ja auf kleinen Leveln kein so gutes Moveset hat, am Ende des Tages hat das aber praktisch gar nicht gemattert. Denn Landturen ist tatsächlich ein komplettes Out gegen Ho-Oh, da es Feuer und Flug resistieren könnte. Also selbst so Attacken wie Feuersturm beispielsweise wären hier gar nicht mal so tragisch gewesen, zumal ich auch insgesamt drei Wasser-Pokémon gespielt habe. Ich bin also mit Flavia insgesamt ziemlich gut klargekommen und ich hatte jetzt auch schon Schockwelle auf Landschuhen, was zumindest 60er Basisstärke hatte. Und somit haben auch ihre Tränke Flavia nicht helfen können. Und was habe ich dann auf dem Weg zu Norman encountert im Wüstenturm, um mein Team noch ein bisschen aufzustocken? Ja, natürlich ein Azumarill, weil ich ja unbedingt noch weitere Wasser-Pokémon gebraucht hatte. Eines der nutzlosesten Pokémon, die ich hätte finden können und absolut unspielbar. Zumindest hatte ich aber dann gegen Norman eine gute Zeit, weil der ist zwar normalerweise ein bisschen stärker als Flavia, er hatte aber dieses Mal durch den Randomizer ein ziemliches Bodenteam und da ich halt hier so viele Wasser-Pokémon spielen konnte, habe ich den komplett zerstört. Und nachdem ich Norman dann besiegt hatte, habe ich dadurch Surfer freigeschaltet, was meine Wasser-Pokémon nochmal enorm gepusht hat. Doch das war nicht mal das einzige Gute hier. Denn durch Surfer konnte ich dann auch einige Wasserrouten wahrnehmen, weswegen meine nächste Encounterwelle dann ziemlich groß war. Und ich habe dann Usering bekommen, Lamus, Gengar, ein Fritzeblitz, ein Banette und ein Volbeat. Und vor allem Gengar war natürlich unglaublich gut. Wahrscheinlich das beste Geist-Pokémon, das in Gen 3 bereits existiert hat, und hätte ich beispielsweise Alpollo gefunden, hätte ich es nicht entwickeln können. Gengar also bei meinem Dualset bei einer Nuzlocke spielen zu dürfen, ist wirklich selten. Ja, und Lamus war natürlich ebenfalls ziemlich spielstark und ich habe es sogar in mein Team gepackt, da das aber halt schon wieder Wasser war, habe ich mich darüber jetzt nicht so sehr gefreut. Worüber ich mich aber gefreut habe, war der Kampf gegen Maike beim Klimainstitut. Bei der ist einfach in jedem Run immer geschenkt und Maike kann dort wirklich gar nichts. Eine der schlechtesten Rivalenfights aller Zeiten und ich weiß beim besten Willen bis heute nicht, was sich Game Freak dabei gedacht hat. Und auf dem Weg zu Wipke in Baumhausen City konnte ich dann noch ein weiteres Pokémon encountern, aber das war dann einfach auch noch Alabis, also schon wieder ein Wasser-Pokémon, um die lächerliche Nuzlocke
einfach noch weiter auszubauen. Ganz ehrlich, so viel Wasser habe ich wirklich selten gefunden. Ja, aber Wipke selbst ist tatsächlich eine sehr starke Bossgegnerin und die darf man niemals unterschätzen. Weil das war jetzt die erste Arenaleiterin in Gen 3, die einfach 5 Pokémon eingesetzt hat. Die hat ein wirklich umfangreiches Team und sie hatte jetzt auch schon einige Pokémon über Level 30, die halt safe voll entwickelt waren. Und dort wollte ich dann mein Team mal richtig auf die Probe stellen. Die letzte Arena mit Pokémon, die nicht safe voll entwickelt sind. Vibrava. Das ist nicht safe voll entwickelt. Okay. Ich gehe hier einfach auf Fliegen, würde ich sagen. Ich hätte theoretisch auf Icebeam drücken können von Lamus, aber dann wechsle ich in eine Undicht-Attacke rein. Vibrava hat Undicht-Moves. Und belaste meinen besten Tank. Also nö. Vibrava ist weg. Psyana. Okay, Psyana ist deutlich besser. Ich tendiere bei Psyana dazu, in Yugo zu gehen. Yugo ist das Beste, was ich tun kann. Och nee. Okay, jetzt wird's eklig. Ich denke, ich gehe in Ehrenfeld und drücke Donnerwelle. Jetzt kommt Sandwirbel. Alter, das Meta hat halt auch noch, ne? Wir fressen Synchro, aber das ist in Ordnung. Den Trade nehme ich gerne. Dann mache ich Surfer. Vielleicht treffe ich ja. Ich schmeiß Ehrenfeld jetzt so ein bisschen weg. Gott. Ist Ehrenfeld ein Name oder ein Ort? Actually ein Name. Okay, jetzt werde ich nie wieder treffen. Ich schätze, wir gehen wieder zurück in Yugo. Ja, es ist alles nicht ideal gerade. Alter, was ist denn mit Sandwirbel los bei der KI, dass es wirklich jedes Mal mehr hat? Immer. Gut, Psyana irgendwie besiegt, aber das war wirklich ein unangenehmes Matchup. Als nächstes haben wir 4 Non-Tor. Ich habe keinen Fire-Type. Das macht wohl am meisten Sinn, ja. Der Ice Resist into Surfer ist neutral. Knirscher macht mehr Schaden, als ich dachte. Ich hatte gehofft, dass ich 3 Knirscher safe überleben kann, aber nicht ganz. Ich habe generell bei Gen 3 das Gefühl, dass die eigenen Angriffe öfters daneben gehen als in anderen Gens. Nee, dann ist es nur Zufall. Mal nochmal Surfer, weil ein Trank kommt. Aber in was gehe ich rein? Ich habe keinen Switch in. Das Problem ist, dass 4 Non-Tor 5 von 6 meiner Pokémon sehr effektiv angreift. Und Ehrenfeld ist schon paralysiert und vorgeschwächt. Ich habe kein Out dagegen. Ich bin auf minus 1 gefallen gerade. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einen Knirscher überlebe. Mit Crit auf keinen Fall. Einen normalen Knirscher werde ich, denke ich, noch ganz knapp wegstecken können. Ich denke, ich probiere hier X-Bart Stahlflügel. Das gefällt mir ein bisschen besser. Es ist alles nicht gut. Also, Phenontor kann mich hart outen. Reiche bitte. Das war nicht genug. Eissturm ist allerdings auch nicht die beste Attacke der Welt. Und haut mich in die Beere. Und ich bin wahrscheinlich immer noch schneller. Also ich tippe, es kommt keine Heilung und ich kill mit Biss. Ja, perfekt. Ja, ich habe perfekt gespielt, aber es war ein bisschen gruselig. Sumpex. Okay, das ist wieder angenehm. Dann gehen wir rein mit Yugo, wollen egal was kommt und killen mit Laubklinge One-Shot. Ja, langsam fängt es an, Spaß zu machen hier. Es wird härter, weil mein Team echt nicht so geil ist, muss man sagen. Nidoqueen? Nidoqueen geht klar. Okay. Dann haben wir es geschafft. Ohne Tode. Wer hätte es gedacht? Ich spam Nachtnebel für Fixschaden. Weil ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Finsterfaust wäre nicht besser. Okay, aber wir haben das hinbekommen. Wipke ist erledigt. Ich denke, man hat bei dem Kampf gesehen, dass mein Team eigentlich gar nicht so übel war. Allerdings waren halt einige meiner Pokémon relativ fragil und deswegen habe ich schon einiges an Schaden eingesteckt. Und das musste ich dann definitiv im Auge behalten. Doch dreimal dürft ihr raten, was ich dann gefunden habe. Und zwar tatsächlich bulkige Pokémon, die auch wirklich spielbar sind. Und zwar habe ich dann nach Tara bekommen, Milotic, Knogger, Tauboga und Kokowai. Wer Teil 1 von der Genlock gesehen hat, der weiß, wie defensiv nach Tara ist und ich war sehr froh, das selbst mal spielen zu können.
Es hat unglaublich gute Verteidigungswerte und hat auch nicht so viele Schwächen. Und Milotic ist halt wirklich eines der besten Wasser-Pokémon überhaupt und ja, ich hatte jetzt schon ein bisschen zu viel Wasser an dem Punkt, aber über so ein Pokémon wie Milotic freut man sich einfach immer. Denn das hat nur zwei Schwächen, guten Bulk und es konnte sogar Genesungen per Level-Up lernen. Und nachdem ich dann ein letztes Mal Maike zerlegt hatte, die in Seegreif Swip City ernsthaft mit so Pokémon gespielt hat wie Nasgnet, konnte ich dann auch ein weiteres Pokémon einfangen im Versteck von Team Magma. Und das war dann Knacklion. Ein kleines Boden-Pokémon, was auf Level 45 zu Libeldra wird, was Drache Boden ist. Die Typenkombination von Knackrack, die sich wirklich sehen lassen kann. Allerdings war Level 45 noch eine Weile entfernt und Libeldra lernt leider in der dritten Generation nicht mal von selbst Erdbeben. Der erste Kampf, wo ich dann aber wirklich dankbar war für die neuen defensiven Pokémon, die ich hatte, war der Kampf gegen Mark von Team Magma im Magma-Versteck. Denn der hat zwar auch mal wieder nur drei Pokémon gespielt, aber das waren folgende. Es ging erstmal ziemlich gut für mich los mit einem Turtok, was ich einfach über Gewaldros Lauklinge outen konnte, was mir wirklich guten Schaden gemacht hat. Turtok war allerdings bereits auf Level 37, also die Levelkurve macht hier wirklich einen großen Sprung. Und dann konnte ich sogar auch noch mit Gewaldro sein Manette killen, was sich sogar selbst umgebracht hat mit der Attacke Fluch. Also insgesamt lief der Kampf ziemlich gut für mich. Als drittes kam dann aber einfach Mewtwo rein, auf Level 39 als Ace, sogar mit der Attacke Barriere, um physisch defensiver zu werden. Und hier konnte ich dann unglaublich dankbar dafür sein, dass ich halt Nachtara hatte. Das krasse ist halt, es gibt im Randomizer generell, auch in späteren Generationen, unglaublich gute Psycho-Pokémon. Aber die meisten davon lernen halt wirklich nur Psycho-Attacken, weil die Level-Up-Move-Pools von Game Freak stellenweise extrem fragwürdig sind. Und deswegen wird es im Laufe der Genlog immer wichtiger, am besten immer Unlicht irgendwie im Team zu haben, wenn es sich vernünftig einbauen lässt. Weil dann kann man solche Monster hier stellenweise einfach komplett outen und Mewtwo konnte dann nur noch Sternschauer spammen, was halt nicht so viel Schaden macht. Doch das Ding hätte ansonsten wirklich gefährlich werden können, zumal Mark sogar Supertränke hatte, um das Ding gegenzuheilen. Jetzt aber zu einer der größten Encounterwellen im gesamten Franchise, in Vorbereitung auf Ben und Svenja. Denn ich konnte jetzt in die großen Weltmeere von Höhen aufbrechen, um alles Mögliche zu catchen. Und die Encounterwelle sah dann so aus. Ich muss schon sagen, da war einiges Interessantes dabei, aber insgesamt war es eher ernüchternd. Das Ding ist, Dratini ist eigentlich heftig, weil es zu Dragoran werden könnte, allerdings geht es ja auch mal wieder erst auf Level 55, also erst mitten in der Pokémon-Liga, wo es mir praktisch gar nichts bringt. Was mich aber durchaus gefreut hat, war Tonupto, denn ich hatte bis dato einfach immer noch kein Feuer-Pokémon gefunden und das spiele ich normalerweise eigentlich schon ganz gerne im Team. Ich habe also zumindest das dankbar angenommen, in Vorbereitung auf die siebte Arena. Ja, und Ben und Svenja sind natürlich immer gruselig. Doppelkampf-Arenen sind unglaublich gefährlich für Nuzlocke und die spielen hier insgesamt 4 Pokémon auf ungefähr Level 40, die sogar insgesamt 4 Hypertränke spammen können und stellenweise Citrobeeren tragen. Das kann also im Randomizer wirklich komplett eskalieren und ich habe daran schon einige Nuzlocke verloren. Aber wie ist es denn gelaufen in der Genlog? Doppelkampf gegen Ben und Svenja. Eine der großen Hürden der Genlog. Okay, Radikal und Regieis. Regieis ist unglaublich tanky. Das ist niemals mit Hitzekoller einfach so tot, kann ich mir nicht vorstellen. Und Radikal wird mit Superzahn übelst nerven. Regieis hat tatsächlich Möglichkeiten, physisch und speziell defensiv zu setupen. 10% Omniboost-Möglichkeit über Antikraft und 4 Hypertränke. Ich muss fokussen, aber sofort. Matschbombe direkt in die Fresse und Hitzekoller? Ich bleib in Feuersturm, damit ich länger drin bleiben kann. Ist vielleicht ein Fehler. Stahlflügel wäre auch effektiv. Ich weiß, aber Stahlflügel hat nicht wirklich gute Basisstärke und kann missen. Nee, das will ich nicht riskieren. Okay, Hitzekoller hätte auch nicht gekillt. Ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Aber wir halten fest, wir haben ihn in die Heal Range gehauen. Das war keine gute Runde. Amnesia, oh Gott. Ich denke, das einzig Gute, was ich tun kann, ist hier Screech zu machen. Und Hartwechsel in Kroko und Regieis zu verfluchen und Kroko zu opfern. Wir haben eine relativ sichere Runde, weil Radikal wird innerhalb von einer Runde jetzt sich die Berge versetzen und Regieis heilt sicher.
Ja, der bisschen mehr Chip-Damage von Matschbombe wäre schon schön jetzt. Dieses Radikal ist gerade sehr, sehr gnädig. Das gefällt mir. Kann jetzt bitte mein Gengar nicht umgebracht werden? Okay. Regieis wird greedy. So, Kroko steht eigentlich gar nicht schlecht da. Wir bleiben mit Kroko sofort drin. Und wir gehen jetzt in die Matschbombe. Und Kroko macht... Kroko könnte einen random Spukball auf den unbekannten Gegner machen, der reinkommt. Ich denke, das Beste, was ich machen kann, ist Matschbombe. Dann stirbt Regieis auf jeden Fall mit dem Fluchdamage. Und wir machen random Giga Drain auf Radikal. Der könnte extrem gemettert haben, weil wenn Superzahn auf Melissa gegangen wäre, hätte es sein können, dass Regieis mich tötet mit Antikraft. Ja, das Monster ist schon mal entfernt, das ist das Wichtigste. Es hat keinen Omniboost oder so gemacht. Ich hab's. Dieses Fluchplay war gerade sehr, sehr gut. Wir werden als nächstes Taubers töten, I guess. Wobei Radikal nervt ein bisschen, ne? Radikal nervt. Flügelschlag ist auch nicht so krass. Oh, aber jetzt lebt Kroko langsam gefährlich. Okay, dammit. Aber Radikal wird sich heilen und das ist nicht so schlimm. Reicht der Donnerblitz? Auch nicht. Gut, aber Taubers wird der Beere nehmen, um an der Heal-Range vorbeizukommen. Oder? Ja. Taubers nimmt, denke ich, keinen Trank. Nö, dann chippe ich Radikal wieder an und Kroko geht jetzt weg. Und es kommt Richard rein. Komm, Richard rein. Die Matschbombe chippt Radikal wieder an. Jetzt kriege ich einen Double-Kill diese Runde hin, ne? Ein Flammenrad reicht? Müsste, oder? Es wäre traurig, wenn nicht. Bro, entspann dich, ist doch kein schwerer Kampf. Ja, ist doch gar nicht riskant oder so, wenn jetzt irgendwie Kyogre reinkommt. Easy. Tanupto wird in die Beere gehauen und Taubos wird sich heilen. Ja, ist perfekte Situation. Endlich hast du einen Feuermon. Ja, das ist schon praktisch. Also Gewaltruhe hätte ich hier deutlich weniger gemacht bei dem Fight, deswegen bin ich zufrieden. Nice Crit, aber damit ist es wieder in der Heal-Range. Und damit gewinnen wir gegen Ben und Svenja ohne Verluste. Wir haben immer noch in Smaragd kein Pokémon verloren. Das ist heftig. Aber ich habe die richtigen Outs gefunden. Ich war den RNG-Göttern wirklich dankbar für diesen Kampf. Aber man darf halt eine Sache nie vergessen. Auch wenn ich Regieis und Co. hier sehr gut besiegen konnte, werden Ben und Svenja halt immer wieder ein Hindernis sein, wenn ich die Genlock irgendwann mal verlieren sollte. Und das hier ist nur einer von sehr vielen Kämpfen, wo die Nuzlocks besonders gefährdet sind. Und ich muss alle von denen in a row schaffen, um die Genlock einmal erfolgreich abzuschließen. Das war halt schon eine extrem große Aufgabe. Aber gut, für diesen Run hier hatte ich Ben und Svenja dann tatsächlich hinter mir, immer noch ohne Pokémon zu verlieren, in ganz Emerald. Dann ging es aber weiter zum Raumfahrtzentrum, wo ich noch einen weiteren Doppelkampf gewinnen musste, aber dieses Mal zusammen mit Troy. Also mit einer schlechten KI und ich durfte selbst bei diesem Fight auch nur 3 Pokémon mitnehmen. Ich habe mich bei dem Kampf für X-Bart, Lantern und Milotic entschieden, weil das halt mit meine besten Pokémon waren und Troys Team wurde hier nicht gerandomized, weil das halt üblicherweise so ist beim Randomizer. Und daher hat der hier ein Metang, ein Panzeron und ein Stolos gespielt, also sehr defensive Stahl-Pokémon und wir hatten hier eigentlich kein so schlechtes Matchup. Das Ding ist, sowohl Mark als auch Kalle hatten hier einfach beide in Dragoran, was natürlich recht gefährlich ist, aber beide hatten halt nochmal 4 Schwäche gegen Eis. Und natürlich hatte ich Ice-Coverage auf den Wasser-Pokémon drauf. Ich meine, ja, Blizzard beispielsweise muss man erstmal treffen, ist ja nur eine Genauigkeit von 70%, aber das ist halt nicht so unwahrscheinlich. Und es gibt bei diesem Doppelkampf hier auch ein paar Tricks, die man anwenden könnte, um das Ganze noch ein bisschen leichter zu machen. Und zwar könnte man beispielsweise Schutzschild spielen, was man endlos in Seegrabsulp City kaufen kann im Einkaufszentrum, um halt Troy so ein bisschen die Arbeit machen zu lassen. Oder man könnte auch beispielsweise einen der beiden Trainer fokussen, damit der andere dann alleine weiterkämpfen muss. Und wenn man das anwenden sollte, ist der Kampf doch ein bisschen leichter. In meinem Fall allerdings bin ich ziemlich gut durchgekommen, einfach weil ich die Wasser-Pokémon dabei hatte. Die waren einfach immer wieder extrem spielstark, auch beispielsweise gegen Marks Glurak. Troy hat hier aber zumindest sein Metank verloren. Nachdem ich Musbach City überlebt hatte, wollte ich dann aber eigentlich nochmal encountern, aber dann kam wirklich nur noch Müll. Ich habe dann hier einfach Papinella gefunden, Nidoran männlich und Flunkiefer, also wirklich danke für nichts. Nicht mal Nidoking wäre hier wirklich gut gewesen, das war absolut gar nichts für mein Team.
Ja, und dann kam Adrian in der Unterwasserhöhle. Der ist allerdings, ähnlich wie Maike, eine komplette Enttäuschung in Gen 3. Und deswegen spielt er hier nur 3 Pokémon und er konnte sogar nur Supertränke einsetzen. Das ist wirklich kein richtiger Bosskampf in meinen Augen. Und dann konnte ich nochmal 2 Pokémon encountern, während ich die Welt gerettet habe, vor Groudon und Kyogre, aber das waren dann nur Krakeelo und Endivie, die ebenfalls für mich nicht so interessant waren. Veganie ist theoretisch ein gutes defensives Pflanzen-Pokémon, doch ich hatte halt zu dem Zeitpunkt längst Gewaldro, was ich ehrlich gesagt ein bisschen besser finde für Gen 3, und nicht mal das hatte ich aktiv gespielt. Also haben mir die Encounter hier einfach gar nicht mehr wirklich weitergeholfen. Ich hatte dann aber zumindest eine sehr gute Zeit bei der letzten Arena von Juan, weil der hat zwar ebenfalls mal wieder 5 Pokémon gespielt, ähnlich wie Wipke, ich hatte aber dort sehr gute Matchups und er hatte zwar beispielsweise einen Forstelka, um theoretisch was von mir zu sprengen, aber das konnte ich komplett über Gengar outen und daher war der Kampf relativ easy. Nachdem ich aber dann bei der Siegestraße als letzten Encounter nur noch einen Traunfugil finden konnte, was ich definitiv nicht spielen wollte, musste ich dann auch noch gegen Heiko gewinnen. Und das ist so ein bisschen der richtige Rivale aus Gen 3. Der ist einfach deutlich stärker als Maike, der hat ja auch mal wieder 5 Pokémon und der hatte hier durch den Randomizer echt ein gefährliches Team. Er begann nämlich mit einem Meditalis, was sofort setupen wollte mit Call Mind, ich konnte aber dort über X-Bart leaden und das Ding über Fliegen one-shotten, bevor es wirklich gefährlich werden konnte. Er hat aber auch ein Hierarchy gespielt, was ebenfalls setupen wollte und zwar dieses Mal mit Cosmic Kraft. Und das ist eine Attacke, die darf man nicht unterschätzen. Die Sache ist, es steigert beide Verteidigungswerte und damit würde halt Hirachi irgendwann praktisch unsterblich werden, weil es auch eine 600er Basiswertsumme hat und 100 Verteidigungspunkte auf beiden Werten und auf den KP. Ich konnte das aber verfluchen mit Gengar, um es irgendwie in den Griff zu bekommen und dann killen über Tonuptos Hitzekoller, eine TM, die ich von Flavia hatte. Doch das war's noch lange nicht. Es kam dann auch noch Brutalanda rein, als Pseudo-Legendary von Gen 3, und das muss ich dann outen über Blizzard von Milotic, was Gott sei Dank zu 70% treffen konnte, und das hat dann auch funktioniert. Und nachdem ich dann noch Keifel one-shotten konnte, was gegen Milotic einfach ein schlechtes Matchup hatte, kam auch noch ein Hariyama rein mit Bauchtrommel. Das Ding konnte ich aber zum Glück outspeeden über Milotic und deshalb halt besiegen, bevor es gefährlich wurde. Doch die Attacke Bauchtrommel geht halt sofort auf plus 6. Da muss man extrem vorsichtig sein. Ich hatte aber dann tatsächlich die Aussicht, dass ich ganz Pokémon Smaragd durchspielen könnte, einfach komplett ohne Tode. Ich musste aber auch noch an der Siegestraße vorbei und damit an einigen Asttrainern und direkt der erste hatte dann das hier. Oh, nein. Alter, das ist eine Asttrainerin. Und die hat nur ein Pokémon, das ist auf 45. Es war zu leicht. Heiko ohne Tod und generell Smaragd ohne Tod war zu leicht. Jetzt kommt der Mittelfinger vom Spiel. Mit Hitzekoller in der Sonne killen. Tonuptos One-Shot gegen Erdbeben. Feuersturm, Erdbeben, Protzer, Schlitze. Mit Feuersturm in der Sonne macht der Gengar ganz schnell mal tot. Aufgrund von Schlitzer kann ich nicht zwischen Melissa und meinen Feuerresists hin und her wechseln, bis die AP leer sind. Weil random Schlitzer dann einfach alle trifft. Also ist es auch keine Option. Kann natürlich sein, dass er Schlitzer erst machen würde, wenn die AP leer sind. Und dann könnte ich mit Gengar hin und her wechseln. Aber wollen wir uns darauf verlassen? Vanessa rein. Vanessa Blizzard ist so unkonstant, ohne Step. Wird nur vielleicht two-shotten. Und er kann mit Protzer in der Zeit übel setupen, mich mit Erdbeben neutral treffen. Das ist ein Monster-Erdbeben, das Beste im Spiel. Zuerst in Tonupto, dann in Kroko, dann Fluch. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt in Tonupto gehe, kommt natürlich kein Erdbeben, weil ich X-Bar draußen habe. Aber sagen wir, er macht Protzer. Dann mache ich Fluch und er macht einfach Feuersturm und ich sterbe. Ich sehe kein Szenario, in dem Gengar Fluch rauskriegt, ohne zu sterben. Ich denke, das Beste, was ich tun kann hier, ist in Richard zu wechseln. Und erstmal auf einen Feuersturm zu hoffen. Das geht nicht gut los. Da ist das Erdbeben. Also das Gute ist, wir werden die Nuzlocke nicht verlieren hier. Ich sehe kein Szenario, in dem Kroko den Fluch nicht rauskriegt, aber
Gibt's ein Szenario, in dem Kroko mit Gigasauger eine reelle Chance hat? Ich denke, ich werde versuchen, Gengar hier zu halten. Boah, das kann ein Fehler sein. Das kann ich nur bereuen, wenn Groudon... Oh ja, das kann funktionieren. Wenn Groudon sofort jetzt mit Fire Blast crittet. Was er nicht tut. Das ist jetzt ein Range Kill. Wir sind noch nicht sicher. Ja. Tu's nicht. Lass mir Gengar, das ist so wichtig. Nein. Das war sehr ehrenlos. Damit wird die Liga sehr viel schwieriger, ja. Ja, aber hätte ich das Fluchplay gemacht, wär's safe gestorben, also. Ne? Zu bereuen gibt's da nicht viel jetzt. Beziehungsweise, nee, hätte ich nicht, dann hätte ich wechseln können, aber dann. Ja, dann hätte ich das die ganze Zeit ausdäumen müssen, ne? Da hätte ich trotzdem genauso viel schief laufen können. LOL. Wie viel macht Flammenrad? Genug. Oh, kein Mist. Wusste nicht, dass die eine Top-Genesung hat. Hitzecaller hätte gereicht gegen Groudon One-Shot, ne? Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Krass. Das hier war einer der heftigsten Rückschläge, der irgendwie hätte passieren können. Groudon ist halt eines der gefährlichsten Pokémon überhaupt. Ja, und das Ding hat Protzer, um zu setupen, sowie Erdbeben und auch Feuersturm in der Sonne. Das ist komplett busted. Und leider konnte ich hier nicht mit Gengar Range killen im zweiten Hit über Gigasauger und wurde weggecrittet. Damit war eines meiner besten Pokémon überhaupt verloren und ich wusste, dass Gengar bei der Pokémon-Liga extrem wichtig gewesen wäre. Und das hat mich dann natürlich für die Pokémon-Liga auch extrem verunsichert. Und ich habe dann wirklich sehr lange nachgedacht, wie mein Team für die Liga jetzt aussehen soll. Und ich bin dann letztendlich zu dieser Entscheidung gekommen. Ich habe zunächst mal hier die Beldra verwendet, denn ich hatte ja zuvor Knackleon gefunden und ich hatte jetzt auch mittlerweile bereits die Erdbeben-TM, um das wirklich spielstark zu machen. Und dann habe ich auch noch weiterhin Tenupto verwendet, als halt mein Feuer-Pokémon mit Hitzecaller. Ich denke, das rauszuwerfen wäre ein großer Fehler gewesen. Ich hatte aber auch weiterhin mein Landturm verwendet, sowie auch mein Milotic, um zwei Wasser-Pokémon zu haben. Wie gesagt, Landturm als gutes Out gegen beispielsweise Kyogre und Milotic einfach als ultimativen Tank. Und um dann Gengar zu ersetzen, habe ich dann tatsächlich auch Banette gespielt, was natürlich extrem viel schlechter war als Gengar, aber das war zumindest eine Idee. Und ich habe mich dann sogar entschieden, X-Bart komplett rauszuschmeißen aus dem Team und auch noch weiterhin nach Tara zu spielen. Um wirklich sehr, sehr defensiv aufgestellt zu sein. Ja, und X-Bart hatte halt in der dritten Generation noch nicht das beste Moveset, also war es für das Team hier nicht mehr so sehr geeignet. Und daher ist es, denke ich, nachvollziehbar, auch wenn natürlich X-Bart ebenfalls sehr gut gewesen wäre. Es ist aber halt immer etwas merkwürdig, wenn man sein Team so sehr verändert, direkt vor der Pokémon-Liga, aber da muss ich jetzt irgendwie durch. Und ich würde vorschlagen, wir starten jetzt mal mit dem ersten Trainer der Top 4, und das war dieses Mal Ulrich. Und ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich hier dafür war, dass ich mein Team halt so gepickt hatte. Denn er begann hier sofort mit Zedraking, weil ich direkt mit Drachenklaue von Libeldra sehr effektiv angreifen konnte, also hatte sich das sofort bezahlt gemacht. Und dann kam als zweites hier einfach dreisterweise ein Explosions-Mogmog rein, was ich Gott sei Dank über Banette outen konnte. Hätte ich mich hier nach dem Tod von Gengar nicht für einen zweiten Geist entschieden, hätte ich hier sofort mein erstes Teammitglied verlieren können beim zweiten Pokémon der Liga. Und das wäre unglaublich brutal gewesen. Und das war's noch nicht mal bei dem Fight. Es kam dann auch noch Glurak rein, als weiteres starkes Pokémon, mit sogar Flammenwurf, aber das konnte ich noch easy outen über Milotic. Aber sein viertes Pokémon war dann einfach ein Smetbo, was dreisterweise zu 10% über Silberhauch einen verdammten Omni-Boost bekommen hat. Auch eine Sache, die in späteren Generationen immer gefährlicher wird, wenn immer bessere Pokémon einfach ständig Antikraft spammen werden, sogar stellenweise Coverlegis. Das kann ziemlich brutal werden im Laufe der Genlock,
Vor allem, wenn beispielsweise ein Doppel-Omniboost passiert. Aber gut, Smetboost auf plus 1 auf allen Werten, halt immer noch nicht so stark und ich hatte Tonupto. Und das letzte Pokémon war dann nur noch Baldorfisch, was ich leicht über Landturm besiegen konnte. Aber ich muss sagen, für Ulrich-Verhältnisse war das echt kein so leichter Kampf. Und als ich dann als zweites gegen Antonia antreten wollte, die normalerweise Geist-Pokémon trainiert, wurde die Liga hier einfach noch anspruchsvoller. Top 4 Antonia ist die Nummer 2 mit Radikal. Das ist ziemlich fair, aber Superzahn. Ich habe echt keinen Bock auf Superzahn, ehrlich gesagt. Ich denke, Erdbeben ist hier nicht das beste Play, weil ich denke, dass wir nicht killen werden. Und dann kommt Superzahn und die Beldra ist halb tot. Mit unser bestes Pokémon. Wir gehen einfach in Noah. Auf den Switch-In kommt keine Verfolgung. Und wenn Radikal gleich Verfolgung macht, wird's kacke sein. Grimasse ist Worst-Case-Szenario. Ist okay. T-Bolt. Ist das ein Two-Shot? Es ist kein Two-Shot, aber eine Paralyse, die ist sehr lecker. Jetzt wieder auf T-Bolt, denn jetzt kann ich die Paralyse wieder gebrauchen. Wenn ein Notfall passiert, könnte Noah noch seinen Fluch nutzen. Oh, Simsala. Theoretisch kann Simsala mit Calm Mind, Psychic, Seher ziemlich gefährlich sein. Das Problem ist, ich hätte den Safe-Switch in Keros relativ, aber der macht dann mit Finte immer weniger Schaden. Wegen halt Calm Mind. Und dann trifft mich sehr neutral. Nee. Das Misplay-Potenzial von Simsala ist gigantisch. Er macht kein Misplay. Nee, du kritzest mich. Alter, das hätte fast gereicht. Ich dachte, ich stehe mit 15 Leben da oder so. Nicht mit 5. Ich war mir sehr sicher, dass ich nicht sterben kann, aber das ist sehr viel knapper gewesen, als es mir lieb war. So, wir gehen, würde ich sagen, bei Smetbo wieder in Richard. Krass, wie viel Schaden der Simsala gemacht hat. Ich denke, das war wirklich eine große High Range. Ich denke, das wäre normalerweise nicht so krass ausgefallen. Aber vielleicht waren wir da wirklich in einer sehr unwahrscheinlichen Kill Range sogar. Hätte nicht mal Walzer tatsächlich. Slam wäre aber mit Crit halbwegs stark gewesen. Okay, Antonia scheint jetzt gimpflich abzulaufen. Sehr schön. Ja, dieses Simsala war ein Power Spike, würde ich sagen. Ein großer Power Spike. Crit hätte sein müssen bei Simsala. Dadurch, dass wir auf 5 KP fallen konnten, denke ich schon, dass ein Kill möglich gewesen wäre. Das ist halt die Sache. Muss ich vielleicht mal kurz erklären. Wenn du in Kill Range bist für Simsala und Simsala sieht das, dann macht es immer Psychic. Ich war mir aber so sicher, dass wir ganz knapp nicht in einer Kill-Range sind und dann macht es praktisch immer Seher oder Calm Mind und es wäre ein sicherer Kill gewesen. Ich hatte die Basiswerte von Manette hier einfach maßlos überschätzt. Ich war einfach in Kill-Range vom Psychokinese und hätte hier ernsthaft draufgehen können. Da hätte ich definitiv lieber nach Tara wechseln sollen, aber ich hatte halt Angst vor Gedankengut, Tränke-Spam und dann auch noch Seher. Also das Ganze war ein bisschen brenzlig, die Situation. Ich hab's aber irgendwie ohne Tode schaffen können. Aber genau das ist halt einfach das Dilemma, wenn jede Unlichtattacke einfach immer speziell ist in Gen 3. Das will man nicht unbedingt. Doch das war noch immer nicht alles bei der Liga. Denn ich musste dann auch noch gegen Frosina antreten und die hat normalerweise Eis-Pokémon und ist eigentlich nicht so stark. Doch wie sah es denn im Randomizer aus? Ich konnte zunächst bei ihr Flamara one-shotten, über Erdbeben von meinem Libeldra, aber dann kam als zweites ihr Megani rein, was sofort Lightscreen gelegt hat und dann hat Flammenwurf von Libeldra nicht mehr so viel Schaden gemacht. Und natürlich hatte das Megani hier auch potenziell einige Top-Genesungen und Synthese, um sich gegenzuheilen. Ich bin also dann doch lieber auf Tonupto gewechselt, um das Ding mit Step zu killen, dann wurde ich aber vergiftet hier über Giftpuder und Megani wurde wirklich anstrengend. Aber der Kill hat zumindest funktioniert. Doch dann ist was ziemlich Lustiges passiert. Es kam dann Morlord rein, was Erdbeben angedroht hat. Ich konnte aber dort einfach in die Beldra wechseln, was über Schwebe immun dagegen war. Und dann konnte ich Morlord hier neutral angreifen, weil ich ja leider kein Pflanzen-Pokémon dabei hatte. Ja, und dann hat sich Morlord hier in Gena verrannt. Und die KI kommt mit Gena jetzt nicht so gut klar. Und scheinbar hatte Morlord auch nicht wirklich was gegen die Beldra. Ich habe also dann komplett den Kill hier geschafft, einfach ohne KP zu verlieren, was ziemlich praktisch war.
Und dann kam als viertes sogar noch Voltenso rein, mal wieder mit einer fetten Bodenschwäche gegen Erdbeben. Ich hatte also dann schon insgesamt 4 Kills in der Tasche, aber ihr letztes Pokémon war dann das hier. Einfach schon wieder ein Pixie. Nachdem ich aber noch vom Camillo-Fight einfach dermaßen verstört war, bin ich dann sofort in Manette gewechselt, um Fluch einzusetzen. Und Fluch kann halt nicht missen, auch nicht gegen Komprimator. Und dann konnte ich als nächstes einfach in Dachtara wechseln, was unglaublich viel wegstecken kann, auch durch Metronom-Attacken. Ja, und das Ding hatte Finte, was tatsächlich immer trifft, auch durch Komprimator hindurch. Die Attacke kann ich missen. Ich hatte also in weiser Voraussicht hier extra was gegen Pixie mitgenommen, um damit bei der Liga einfach safe klarzukommen. Weil hätte ich dagegen hier ernsthaft mehrere Pokémon verloren, hätte ich mir das niemals verziehen. Und man lernt halt immer dazu. Beim letzten Kampf gegen die Top 4 wurde es aber dann noch absurder. Denn ich musste dann gegen Dragan antreten und das war bereits in den Originalspielen einer der krassesten Trainer überhaupt. Dragan ist der letzte der Top 4 mit einem Golking. Okay, das ist nicht auf meinem Level, ne? Okay, alles gut. Ich frag nur mal ganz vorsichtig immer wegen Hornbohrer, aber alles gut. Wir gehen für Erdbeben einfach. Ich denke nicht, dass der Wechsel sich in Landturn hier lohnt. Er wird Kaskade gegen mich einsetzen oder so. Das war der unnötigste Crit der Welt, okay. Hätte auch Hornbohrer, ja, ja. Wenn es ein bisschen höher gelevelt ist, muss man echt aufpassen. Da lohnt sich Banette schon fast. Donnerblitz. Mew! Ich denke, das einzig Logische ist, hier in Nachtara zu wechseln, aber der kann theoretisch stark werden. Achso, ich könnte auch in Noah gehen. Ja, aber dann fresse ich nur Treibsalkick, das macht keinen Sinn. Ich könnte auch theoretisch jetzt in Noah gehen, aber ich glaube, ich lasse es einfach. Konstant ein bisschen Finte drauf, das wird schon. Der Mega-Hieb tut ein bisschen weh. Mew hat halt 100 Punkte in jedem Wert. Hier Range wäre echt unangenehm. Ich hasse dieses Kämpfen mit so schwachen Pokémon, ist immer ein bisschen blöd. Wir gehen in die zweite Runde gegen Mew. Mit der Marombeere. Und machen es nochmal. Rein theoretisch könnte ich auch... Es geht natürlich immer. Man könnte Sandwirbel jetzt machen. Und dann Erholungsspam. Aber dann provoziere ich irgendeinen Blödsinn mit Metronom. Ja. Explosion oder so. Es kann da alles passieren. Deswegen glaube ich nicht, dass das gut ist. Gegen den anderen Gegner wäre Sandwirbelerholung vielleicht eine Möglichkeit. Alter. Wie viele Sprengungen soll denn noch kommen in diesem Run? Junge. Also langsam. Einfach Fluch. Und weg mit dem Ding. Wir hatten es vorhin schon einmal. Ich bin so dankbar für dieses zweite Geist-Pokémon. Wir sollten echt gucken, dass wir in der Genlock viel, viel mit Geistern spielen. Es ist echt gut. Also, diese random Final-Explosions-Pokémon sind halt genau das, was die Genlock beenden kann. Das früh in der Liga, mit einer schweren Liga dann in Kombination, kann sehr schnell sehr gefährlich sein. Spreng dich jetzt, komm. Genau jetzt. Perfekter Zeitpunkt, wunderschön. Jetzt bitte kein Verfolgungs-Pokémon. Megania. Reicht Flammenwurf? Ich mach lieber Feuersturm. Megania ist schon recht tanky. Und Roselia! Damit gewinnen wir! 6-0. Gegen die Top 4. Und haben ein faires 6 gegen 6 gegen Vasili und gegen Troy. Kann natürlich trotzdem einiges passieren. Ich bin gespannt. Ich habe wirklich selten erlebt bisher, dass ich so viel Glück hatte mit meiner Teamzusammenstellung. Wie gesagt, als ich nach Tara und Banette gespielt habe, war ehrlich gesagt reiner Zufall. Ich hatte wirklich für eine ganze Weile mit den Zuschauern zusammen überlegt, was die beste Teamkombination ist und habe mich dann gerade so dafür entschieden. Mew mit Psychokinese hätte ohne nach Tara extrem gefährlich sein können und Fastelka mit Explosion hätte ziemlich sicher praktisch alles wegsprengen können, was ich ansonsten hätte spielen dürfen. Und das war ja jetzt auch schon das zweite Explosions-Pokémon. Ich hätte hier ohne weiteres die Liga verlieren können. Ich hatte aber die Liga halt zu dem Zeitpunkt immer noch nicht so ganz gewonnen, denn ich musste dann auch noch gegen Vasili antreten beim Champfight und er hatte dann insgesamt 6 Pokémon. Und dort konnte ich dann antreten, bei einem weiteren fairen 6 gegen 6,
weil ich bei der Liga wieder nichts verloren hatte. Aber womit hat der dann geleadet? Natürlich mit einem weiteren Smogmog. Das dritte Explosions-Pokémon in der Liga und an dem Punkt war es klar. Hätte ich hier keinen Geist mitgenommen, wäre ich einfach zu Tode gesprengt worden. Es ist komplett lächerlich. Und das ist halt auch wieder so eine Sache bei der Genlog. Man findet nicht immer Geister. Das ist ein relativ seltener Typ und einige Geist-Pokémon sind auch nicht so spielstark. Wenn man die also nicht finden sollte und dann kommt so eine Sprengungsliga auf einen zu, kann man stellenweise die gesamte Genlog verlieren nach Wochen Arbeit, ohne irgendwas dafür zu können. Und das kann schon potenziell wirklich frustrierend sein. Nachdem ich aber dann auch noch Lanturn geoutet hatte, vor allem über Libeldras Erdbeben, kam als drittes Rosana rein, was ich einfach über Tenuptos Feuersturm in einem Hit besiegen konnte und dann sah der Champfight hier und auch die gesamte Liga verdammt gut für mich aus. Tatsächlich hatte aber Vasili hier auch noch ein Gravums mit Hyperstrahl, was dann fast mein Tenupto hätte killen können, wenn es keinen Burn bekommen hätte. Denn Hyperstrahl war wie gesagt in der dritten Generation noch physisch, also wurde hier der Schaden halbiert. Und dann war der Kampf hier auch endlich gelaufen. Die letzten beiden Pokémon waren dann nur noch Indikoro, was halt wirklich unglaublich schlecht ist, und ein Logok, was kein gutes Matchup gegen mich hatte. Ich habe es also schaffen können, diesen Kampf hier zu gewinnen, auch wieder ohne Pokémon zu verlieren, aber wenn mein Team hier etwas anders ausgesehen hätte, dann hätte ich vermutlich verloren. Damit habe ich es aber zumindest schaffen können, im ersten Versuch der Genlog auch die Höhenliga abzuschließen, auch wenn es ein bisschen holprig war. Ja, und damit können wir festhalten, ich hatte zu dem Zeitpunkt erst 9 Tode, Smaragd war aber noch nicht so ganz zu Ende. Denn ich musste dann auch noch im Postgame gegen Troy antreten, ich habe aber dort sehr gute Neuigkeiten. Troy ist zwar ein starker Trainer, auf über Level 70, mit einem vollen Pokémon-Team, aber man kann halt mal Glück haben. Und deswegen hatte ich dort ein extrem gutes Matchup und ich habe den komplett zerstört. Ich hatte also wirklich die ersten 3 Spiele komplett abgeschlossen, mit insgesamt nur 9 Toten. Und ich denke, das war eine verdammt gute Bilanz. Leider waren aber halt diese 3 Spiele nicht mal wirklich ein Fünftel der Genlog, weil die hinteren Spiele ja auch immer länger werden. Aber gut, als nächstes ging es dann Richtung Pokémon Feuerrot. Also zurück nach Kanto, zu den ersten Remakes. Feuerrot und Blattgrün waren wirklich gute Remakes, muss ich sagen. Es gibt aber eine Sache, die ich hier so ein bisschen erklären muss, weil die wird wichtig sein für den Run. Und zwar kann es stellenweise passieren bei den Gen 1 Remakes, dass manche Bossgegner extreme Levelvariationen haben. Und so kann beispielsweise ein Boss ein Level 42er Pokémon spielen, derselbe Boss aber auch ein Level 50er. Und das sind 8 Level Differenz. Und in dem Fall werde ich immer 2 Level unter dem Ace der Bossgegner antreten, um das so ein bisschen zu balancen, aber man kann nicht wirklich vermeiden, stellenweise ein bisschen überlevelt zu sein. Ich habe aber auch für die Gen 1 Remakes eine kleine Einschränkung getroffen, um es mal wieder ein bisschen schwieriger zu machen. Und zwar durfte ich nicht die Sevi Islands betreten. Und das ist ein optionales Gebiet in Feuerrot und Blattgrün mit einigen Zusatzencountern, aber keinen wirklich spannenden Bosskämpfen. Und in dem Moment, wo ich mir verbiete, die zu betreten, fallen sehr viele Encounter weg, was die gesamte Genlog halt noch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Aber gut, lasst uns jetzt mal schauen, wie ich mich bei den ersten Remakes angestellt habe. Ich hatte auch hier wieder die Wahl zwischen 3 Starter-Pokémon und die Wahl war dieses Mal gar nicht so einfach. Denn ich konnte mich zwischen Mantax entscheiden, Latios, was verboten war, und Alpollo. Ich habe mich aber gegen Alpollo entschieden, obwohl das eigentlich eine wirklich gute Midstage ist, um vielleicht später noch Gengar zu finden, was ja auch bereits in Smaragd wirklich gut war. Mantax ist aber nicht unbedingt das beste Wasser-Pokémon der Welt und das spiele ich ehrlich gesagt eher ungern. Nachdem Mantax aber ausgereicht hat, um das Weberak von meinem Rivalen zu schlagen, was ich praktisch gar nicht wehren konnte, konnte ich dann in die erste große Encounterwelle starten von den Gen 1 Remakes, aber die ist leider gar nicht mal so groß. Man bekommt hier vor der ersten Arena nur 4 weitere Encounter und die waren dieses Mal ein Diktri, ein Flurmel, ein Keifel und ein mächtiges Rizeros. Theoretisch keine so peinliche Encounterwelle, allerdings habe ich all meine restlichen Bälle auf das Rizeros geworfen und es ist einfach nicht drin geblieben. Der Fluch der Genlog ging hier ernsthaft immer noch weiter und ich habe wieder einen guten Encounter versaut. Und damit war mein Team für Rocco dann eine komplette Katastrophe. Und ihr könnt euch, glaube ich, meine Ängste vorstellen, als ich dann zu Rocco gegangen bin. Ich wusste, der hat zwar nur 2 Pokémon, aber ich hatte halt selbst einfach kein richtiges Team und die beiden Pokémon könnten halt Groudon und Kyogre sein, im Randomizer ist alles möglich.
Und mir war halt klar an dem Punkt, wenn ich diesen Kampf verlieren sollte, dann muss ich Gen 1 bis 3 neu spielen, nur weil ich dermaßen schlechte Encounter hatte. Leiter Rocco möchte kämpfen. Ich habe doppelt so viele Pokémon wie er immerhin. Okay, dieser Samen ist sehr fair. Jetzt die Frage, will ich Intensität machen? Ich bin sehr fragil und habe Pflanzenschwäche. Eins im Chat, ich habe ein bisschen Angst vor dem Cringe-Moment. Intensität 4, Intoranken-Heat-Crit. Ich weiß, was es passieren wird. Ich denke, das beste Play ist hier leider auf Intensität zu gehen, aber das ist halt sehr RNG. 7, das ist wenig. Ja, das ist zu wenig. Krankenhieb wird wehtun. Ja, Crit hätte gereicht. Eine 4 würde jetzt safe reichen, oder? 9, okay. Ich hasse Intensität. Es ist sehr unangenehm, damit zu kämpfen. Bitte noch so einen Gegner. Radfratz, oh ja, okay, gut. Einmal einen ersten Orden, der nicht komplett direkt vorne wickelte Pokémon spammt. Sehr schön. Wir gehen in Kevin, würde ich sagen. Konstant. Guter Schaden. Klingt gut. Hyperzahn. Oh, bei der Hyperzahn. Okay, der hat erstaunlich wenig gemacht. Wie viel macht die Hornattacke? Hälfte. Okay, das war erstaunlicherweise mal wirklich angenehm. Crit wäre gerade sehr knapp geworden bei Keifel. Alter, in etwas besseres Team und es wäre schon echt knapp geworden. Sehr Glück gehabt, würde ich sagen, oder? Wenn Rocco hier ein ernsthaftes Team gehabt hätte, wäre die Gen-Log hier einfach gescheitert. Ja, aber die Frage war halt, wie lange ich dieses Glück hier noch aufrechterhalten kann. Was ist, wenn dasselbe beispielsweise im Platin oder so wieder passiert in der vierten Generation und dann hat der erste Arenaleiter einfach ein Giratina oder so? Das ist halt jederzeit möglich in der Gen-Log und 15 Spiele in a row dermaßen Glück zu haben, ist extrem unwahrscheinlich. Wer jetzt aber denkt, dass ich nach Rocco das Team festigen konnte, der hat sich leider auch geschnitten. Denn meine nächsten beiden Encounter waren dann Spoink und Perlu, die halt einfach beide gar nichts können. Und Perlu konnte ich in diesem Run hier nicht mal weiterentwickeln, weil das eine Tauschentwicklung mit Items ist. Also danke für gar nichts an der Stelle. Tja, und während ich dann immer noch kein richtiges Team hatte, musste ich durch den Mondberg durch und dann diesen Rüpel hier beispielsweise besiegen, der erstmal wieder nur ein schwaches Bisasam hatte, ähnlich wie Rocco, was ich einfach über Dictree two-shotten konnte, aber sein zweites Pokémon war dann einfach Groudon. Wie gesagt, es kann jederzeit erscheinen, auch stellenweise mehrere Kämpfe nacheinander, es war wirklich alles denkbar. Und theoretisch hätte mich dann dieses Groudon in der Luft zerrissen, wenn ich nicht random einfach Mantax als Starter gehabt hätte, was halt Wasserflug war. Groudon hat auf diesen kleinen Leveln hier nur eine Bodenattacke und zwar Lehmschuss und gegen die war ich komplett immun. Ich konnte also Groudon dann ohne Schwierigkeiten entfernen, auch wenn es eine Weile gedauert hat, aber das war ein weiterer Punkt, wo der gesamte Run hätte scheitern können, wenn ich einfach einen anderen Starter gehabt hätte. Weil Groudon in der Sonne mit Lehmschuss zu besiegen, das wäre nur sehr schwer möglich gewesen. Und der einzige Encounter, den ich dann wahrnehmen durfte, vor dem Azuria City Rivalen, der dann schon 4 Pokémon gespielt hat, war ein Kapaluris. Und das ist durchaus ein sehr, sehr gutes Pokémon, keine Frage, auch theoretisch ein sehr gutes Out gegen Kyogre zum Beispiel, und ich spiele das wirklich gerne in Nuzlocke. Das ist aber leider eine Wassersteinentwicklung, ohne richtige Level-Up-Moves und dementsprechend hatte das doch kein vernünftiges Moveset. Und somit musste ich dann gegen meinen Rivalen antreten in Azuria City und ich hatte immer noch kein richtiges Team. Ich muss jetzt irgendwie gegen meinen Rivalen gewinnen. Irgendwie, am besten ohne Verluste. Hut, Hut. Jeder leichte Gegner ist ein Riesengeschenk. Ich denke, ich gehe hier rüber in Kevin. Weil wenn Marco eingeschläfert wird, habe ich echt nicht mehr viel. Ich bin gerade aus Angst vor einem Hut-Hut rausgewechselt. Das ist schon kein gutes Zeichen. Alter, der ist nicht Two-Shot. Gott.
Leider, leider kein Two-Shot. Nicht ganz. Vielleicht mit Range. Du bist schon Endgegner, ja. Schritt für Schritt. Und noch drei Gegner vor uns. Bitte noch mehr solche Gegner. Anton. Ja. Anton ist fair. Bei Anton gehen wir rüber in Waters und spammen Absorber. Er braucht ein gutes Pokémon und kann uns so sehr zerstören. Latias. Da ist unser Raid-Boss. Der hat sogar Schwebe und resistiert Blubstrahl. Alter, was mache ich gegen den? Kevin ist vorgeschwächt. Der resistiert Wasser von Petra auch. Der resistiert Pflanze. Auf 20 hätte es schon Feuer-Odem, dann wäre der Run tot. Latias kann potenziell mit Psi-Welle Wunschtraum mit variierendem, festem Schaden einfach mein gesamtes Team niederringen. Ich denke, wir sollten definitiv bei Latias Petra opfern. Unser nutzlosestes Pokémon in diesem Matchup. Um safe in Diktri zu kommen. Um dann Sandwirbel zu spammen. Und dann darauf aufbauen. Schnapper. Schnapper-Miss. Petra reißt sich zusammen. Wie viel AP hat Psi-Welle, Chat? Double Mist! 15 AP. Okay, das wird mein Team nicht niederringen komplett, aber Schwor-Schwächen. Okay, ich merke gerade, dass er tatsächlich... Er spammt sehr wenig Psi-Welle und es macht sehr niedrigen Schaden. Ich denke, das Opfer von Petra lohnt sich, glaube ich, doch nicht. Wir gehen raus und gehen in Marco direkt hart rein. Ich weiß nicht, warum er die Wunschträume jetzt missplayt. Kein Plan, Mann. Vielleicht sieht er Psi-Welle nicht als richtigen Schadensmove an, die KI. Psi-Welle hat nur 70 Genauigkeit. Die Attacke ist richtig scheiße. 80%? Ich dachte 70. Und dann mache ich hier den Beatdown mit Keifel, weil der schon angechippt ist. Marco soll clean bleiben, damit er vielleicht beim letzten Pokémon von ihm noch reinkommen kann. Und Marco hat immerhin sowas wie einen sehr effektiven Move, auch wenn der kacke ist. Psi-Welle wird später sehr unangenehm, ja, auf höheren Leveln, wenn es dann recht viel Schaden machen kann. Ich glaube, wir kriegen das hier ganz gut hin jetzt. Jetzt haben wir ihn, ne? Okay, dann trifft auch keine Psi-Welle mehr. Latias ist tot. Keifel hat um sein Leben gecrittet. Was für eine Situation, Mann. Bitte, noch ein netter Gegner. Zwielicht, ja. Den schaffe ich. Zwielicht hat Nachtnebel, also dürfen wir nicht unterschätzen. Aber grundsätzlich kann ich hin und her switchen und dann müsste eigentlich alles überleben. Wir wechseln. Damit besiegen wir den Rivalen, ohne Pokémon zu verlieren. Zero Deaths. Ich bin sehr zufrieden. Habt ihr jemals im Leben einen Run gesehen, der dermaßen lucky war? Ich meine, dieses Latias hätte mich komplett zerstören können. Aber Sandwirbel Diktri hat mir hier komplett das Leben gerettet und ich hab's irgendwie brechen können. Und weil das restliche Team vom Rivalen halt nicht so stark war, habe ich hier ernsthaft nicht mal ein Pokémon verloren. Das hätte ich niemals erwartet und somit hatte ich dann nochmal die Chance, dass sich dieser Run hier endlich festigt. Denn ich konnte dann oberhalb der Nuggetbrücke noch insgesamt zwei Pokémon encountern und das waren dann Blanas und Starmie. Und vor allem Starmie kann halt später extrem gut sein. Das kann Surfer, Psychokinese, Donnerblitz, Eisstrahl, Genesung, um sich gegenzuheilen, das ist ein wirklich gutes Pokémon. Es ist zwar nicht mal so broken wie in Gen 1 beispielsweise, wo ich es ja sogar in der Genlog verboten hatte, aber es ist dennoch ein extrem gutes Teammitglied. Und auch fürs Erste war es gar nicht mal so übel. Und da musste ich gegen Misty antreten in der eigentlichen Wasserarena und die hatte halt ebenfalls nur zwei Pokémon, ähnlich wie Rocco, und die hatte hier einen Sandan und einen Ledibar. Erinnert ihr euch noch an meinen Sandan, den ersten Toten der Genlog? Es hat mich hier praktisch nochmal gerettet, weil dadurch Misty geschenkt war. Und das sogar in derselben Stadt.
Und dann konnte ich noch eine weitere, deutlich größere Encounterwelle wahrnehmen, auf dem Weg zu MSN, und die war dann wirklich gut. Denn ich habe dann Lamus bekommen, Kokobai Fritzeblitz, Smogon, Fukano und Mauzi. Ich meine, dass Lamus gut ist, das wisst ihr bereits, das hatten wir ja schon einige Male, aber auch Kokobai hat mich mal wieder sehr gefreut, einfach weil es Wasserattacken resistieren kann unter anderem. Ja, und es hatte zwar noch kein so gutes Moveset, das könnte aber später sehr stark werden. Und auch Fukano ist ziemlich praktisch, weil das kann man hier ab Prismania City entwickeln, durch einen gekauften Feuerstein, und dann wird es zu einem der besten Feuer-Pokémon der ersten drei Generationen. Also das war auch eine gute Bereicherung. Und Fukano war hier sogar doppelt gut, denn ich musste dann ein weiteres Mal gegen meinen Rivalen antreten, und dem sein bestes Pokémon war dann Xerox, was ich mit dem Fukano dann einfach niederbrennen konnte. Und dann wurde ich zwar leider mal wieder so ein bisschen enttäuscht, um ehrlich zu sein, denn ich habe da noch einige Angel-Encounter wahrgenommen, durch Backtracking mit Zerschneider. Ich habe aber dann dort nur Knuddeluff und Plusle gefunden, die wirklich nicht gut waren. Als ich aber dann Major Bob herausfordern wollte, beim dritten Orden, hatte ich wieder sehr viel Glück. Denn dem sein einzig gutes Pokémon war Valraiser, und dort habe ich mit Diktri einfach Intensität 10 bekommen und das komplett zerstört. Das war ziemlich gut für mich. Weil das ist dann sogar deutlich stärker als Erdbeben. Und nach dem Kampf gegen Major Bob war ich dann in einer sehr interessanten Situation. Ich konnte dann nochmal 4 Pokémon fangen, das waren aber nur Pupita, Shiggy, Arbok und Remoraid. Und ja, so Pokémon wie Despotar oder Turtok beispielsweise können theoretisch später gut sein, aber die müssen sich halt erstmal entwickeln können, auf deutlich höheren Leveln. Ja, und da muss ich gegen meinen Rivalen im Lavandia-Turm kämpfen, und das ist jetzt der Knackpunkt. Ich wusste, wenn ich diesen Kampf hier gewinnen kann, werde ich unglaublich viele Buffs bekommen. Erstens durch weitere Encounter, die dann wirklich das Team stark machen, ja, aber auch durch einige neue TMs, die beispielsweise auch Starmie deutlich stärker machen können, und das hatte in der Theorie einfach enorm viel Potenzial. Wir kommen zum nächsten Rivalenfight mit 5 Gegnern insgesamt, das ist leider echt eine ganze Menge. Aber nichts davon muss vollentwickelt sein, bitte. Nach dem Fight habe ich zumindest Arcani, theoretisch. Nidoqueen, okay, gut. Ich habe gerade ein ganz schlechtes Gefühl. Aquavelle. Ich meine, mittlerweile haben wir halbwegs spielbare Pokémon. Es ist nicht mehr komplett unspielbar, aber es ist immer noch so schlecht. Können wir bitte eine Selbstverletzung haben? Komm. Okay. Wäre hier Marvin paralysiert worden, wäre der praktisch stehend tot. Paralysiertes Starmie ist vielleicht noch ein Viertel so gut. Aber ist nicht passiert. Wie Pietes. Dann würde ich sagen, lohnt es sich hier auf André zu gehen, weil ein spezieller Move kommt. Oder Giftblick. Aha. Und den kann André prima wegstecken. Bubble Bean. Sei mal ein bisschen positiver. Ja, aber bei dem Team ist es schwierig manchmal. Giftschweif. Der wird sitzen. Oh, das war wenig Damage. Ja, wie Pietes ist halt nicht so gut, ne? Das geht echt klar vom Schaden. Obwohl es physisch ist, mit Step. Auf den furchtbaren physischen Death-Wert von Mantax. 2 sind down, bleiben noch 3. Myrapla. Oh, ich habe so Glück. Ich habe so absurdes Glück. Das Problem ist, ab Level 30 geht das nicht mehr, so Glück zu haben. Dann ist das Glück vorbei. Dann sind alle Gegner voll entwickelt. Gnadenlos. Sofort die Fullpara, toll. Aber er missplayt eh 1000-mal Lockduft. Reite den Lockduft. Ein paar Mal lohnt sich's. Der Fluchtwert ist noch nicht auf minus 6. Noch 2 Stück und ich habe Arcani. Lander. Wo kommt denn das jetzt her? Es hat dieses übliche Moveset, I guess. Das Problem ist, wenn ich jetzt in Keifel wechsle, der Headbutt into Glut wird wehtun. Vor allem, weil ich wegflinchen kann. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich mit Kevin nicht zum Pulverschnee komme, sieht es sehr schlecht aus. Ich muss hier leider ein Play machen, was mir gar nicht gefällt. Ich muss hier mal wieder ein Pokémon opfern. Das ist leider das einzig Gute. Energiefokus. Du hast kein Herz, wenn du André opferst. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Bodycheck für Chip.
den er nicht mehr rauskriegen wird. Ah, doch. André trifft nicht mal mehr den Buddy-Check. Ja, komm, verreck einfach. So ein Opferstarter. Da ist der Tod passiert. Wir gehen in Kevin. Problem ist halt, dass Silberblink nicht mal one-shotten wird. Dass Pulverschnee nicht mal one-shotten wird. Vielleicht kriege ich einen Freeze. Warum kein Superschall? Weil es schlecht ist. Und der Two-Shot von Pulverschnee nicht so eindeutig ist, leider. Deswegen wollte ich eigentlich einen Buddy-Check-Chip haben, aber er kam nicht. Wir kommen durch. Oh Gott, keine Flinches. Muss immer noch einen schaffen. Denn nicht zu Ende. Giflor. Ja, das war ein sehr gutes Opfer. Ohne das Opfer hätten wir hier ein Massensterben gehabt. Potenzieller Run-End gefühlt. Das Problem ist leider, dass Rutalanda praktisch mein gesamtes Team outspeedet. Alles neutral trifft und alles wegflinchen lassen kann des Rotes. Manchmal muss man es opfern. Ist okay. Und der 10. Tod. Er ist schon viel zu lange nichts mehr gestorben. Ich denke, Mantax hier zu opfern, war die beste Entscheidung, die ich hätte machen können. Wenn dieses Brutalanda hier mit Kopfnuss Glück gehabt hätte, hätte ich über Pulverschnee praktisch gar keinen Schaden rausbekommen und wie zur Hölle hätte ich dann Brutalanda vernünftig besiegen sollen. Ich kann froh sein, dass ich überhaupt Keife noch im Team hatte, um halt eine Eisattacke spielen zu können. Aber gut, damit ist leider das Mantax gestorben, was mich ja vor dem Groudon gerettet hatte, im Mondberg. Aber das werde ich natürlich Mantax nie vergessen. Aber wie schon gesagt, Leute, das war halt der Knackpunkt. Ich wusste, dass ich jetzt extrem viele Buffs bekommen werde und auch ein paar weitere Encounter. Und so habe ich dann beispielsweise Aerodactyl noch bekommen und Vaumpel. Und ja, Vaumpel war ziemlich irrelevant, aber Aerodactyl ist eines der schnellsten Pokémon überhaupt mit ganz okayem Moveset. In späteren Generationen wird es natürlich besser, aber ich habe mich für diesen Run hier durchaus gefreut. Und in Prismania City hatte ich dann eine extrem gute Zeit. Und zwar konnte ich zunächst mal Giovanni zerstören, der ein sehr schlechtes Team hatte, und dann konnte ich durch die Silphscope ein weiteres Pokémon encountern im Lavandia-Turm und das war dann Absol. Nicht wirklich ein gutes Nuzlocke-Pokémon, aber was soll's. Ich konnte aber dann auch gegen Erika antreten und die war ebenfalls kein Problem. Ihr müsst wissen, sowohl Giovanni als auch Erika gehen bis hoch auf Level 29, aber halt nicht 30. Und deswegen waren deren Pokémon halt noch nicht safe voll entwickelt. Nach Prismania City hatte aber die gute Zeit in diesem Run hier noch nicht so ganz aufgehört. Denn es ging dann weiter im Silphco-Gebäude und ich hatte halt in der Zwischenzeit so viele Entwicklungen bekommen und wirklich solide Pokémon, dass ich hier keine Probleme hatte. Weder gegen den Rivalen noch gegen Giovanni, obwohl die eigentlich keine so schlechten Teams hatten. Ich hatte halt jetzt Dami mit ganz gutem Moveset, Kokowai, Lamus, Akani und so weiter, das konnte sich schon sehen lassen. Als ich aber dann auch noch gegen Sabrina kämpfen musste, ebenfalls in Saffronia City, wurde es wieder deutlich härter. Denn ich konnte zwar zunächst mal ihr Giflor one-shotten über Starmie, aber dann ging es weiter mit Lepomentas mit Finale, Hyperstrahl und Antikraft. Hätte das hier Omniboosten können, hätte das einfach so mein gesamtes Team outspeedet und irgendwas weggesprengt oder gebone-shottet über Hyperstrahl. Aber Gott sei Dank kam es nicht dazu und ich habe mit Starmie auch den Kill hinbekommen, aber dann kam auch noch Dragoran. Und das Ding hatte dann Agilität, um seinen Speed zu boosten, Windhose auch mal wieder für Flinches, ähnlich wie schon bei Brutalanda. Ja, und dann auch noch tatsächlich Slam, um überraschend viel Schaden zu machen. Und ja, Slam ist keine wirklich gute Attacke, ich war aber überraschenderweise sogar in Crit Range dafür und Starmie hätte auch dort down gehen können. Dass es also diese beiden Kills überstanden hat, war ein bisschen lucky. Um aber dann wirklich nichts mehr dem Zufall zu überlassen, bin ich dann bei Octillery, ihrem Ace, rübergewechselt auf Lamus, um Starmie so ein bisschen zu entlasten. Ja, ich hätte da wahrscheinlich einfach auf Genesung drücken können, aber gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Starmie war an dem Punkt eines meiner wichtigsten Pokémon und ich wusste, Lamus bekommt das auch hin. Lamus hatte allerdings zu dem Zeitpunkt nur Konfusion und hat deswegen nicht wirklich viel Schaden gemacht.
Wenn man aber Lamos aktiv spielen sollte, ist es sowieso eher als Tank gut und vor allem in Kombination mit Starmie, was halt eher fragil ist, ist das eigentlich eine sehr gute Combo. Am Ende muss ich dann aber trotzdem nochmal rüberwechseln auf Kokowai, um zu finishen mit Gigasauger. Als mir aber dann endlich durch mein Ruleset erlaubt wurde, Richtung Fuchsania City zu gehen, hatte ich eine sehr große Encounterwelle, die eine ziemlich große Enttäuschung war. Ich habe hier wirklich eine ganze Menge Blödsinn gefunden, obwohl es sehr viele Pokémon waren, aber eine Sache war ziemlich gut. Denn ich habe hier Geowatz bekommen und das ist sehr ähnlich zu Rizeross. Einfach ein Bodengesteins-Pokémon mit vielen Schwächen, was aber auch eine gute physische Defense hatte und ein gutes Moveset. Und das war dann auch direkt gut bei Koga, weil der hat hier zwei Elektro-Pokémon gespielt, die ich über Geowatz komplett outen konnte. Und dann konnte ich auf dem Weg zur Zinnoberinsel einfach nochmal encountern und das war dann auch die letzte wirklich große Encounterwelle im gesamten Spiel. Und da habe ich dann Rosana, Scaraborn Milotic, Papunga und Kurtel bekommen. Und vor allem Milotic war mal wieder eine extrem große Bereicherung. Wie gesagt, ich hatte es ja auch schon im Pokémon Smaragd gehabt und es ist einfach unglaublich defensiv, es kann sich aktiv gegenheilen und es war auf jeden Fall nice fürs Team. Denn ich hatte ja die ganze Zeit über einfach Starmie, Lamus und Kokowai gespielt als drei Psycho-Pokémon und es war schon ein bisschen Overkill. Aber so konnte ich jetzt Lamus rauskicken und hatte eigentlich ein gutes Team, auch später für die Liga. Um die Liga allerdings erreichen zu können mit diesem Team, musste ich dann auch noch gegen Pyro und gegen Giovanni gewinnen, also gegen die letzten beiden Arenaleiter von Kanto, und der Kampf gegen Pyro war dann gar nicht mal so einfach. Die erste Hälfte des Kampfes war noch ziemlich angenehm, weil er begann mit einem Kecleon, was einfach kein gutes Pokémon ist, und ja, das hat zwar eine erstaunlich gute Spezialverteidigung, aber mit Starmie habe ich das einfach besiegen können. Und dann kam als zweites ein Pudox rein, was ich über Psychic einfach one-shotten konnte. Sein drittes Pokémon allerdings war ein Forstaker, mal wieder mit Explosion. Und dort konnte ich dann dankbar dafür sein, safe in Geowatz wechseln zu können, was halt Explosion resistieren würde. Tatsächlich hat sich aber Forstaker hier in Geduld verrannt und dann konnte ich hier in Arcani gehen und das Ding einfach safe entfernen, weil es Explosion nicht mehr drücken konnte. Das Hauptproblem war allerdings sein Gardevoir. Denn er hatte hier ernsthaften Gardevoir mit Calm Mind und Psychic. Die böseste Kombination, die man kriegen kann, und das ist ultra gefährlich. Ich habe es aber schaffen können, mit Arcani das Gardevoir zu paralysieren über Geheimpower und sogar Psychic einmal wegzustecken, ohne weggekrittet zu werden. Da hätte Arcani durchaus down gehen können, um aber dann Gardevoir safe besiegen zu können, musste ich auch noch in Geowatz gehen und dann kam sogar ein Hyperheiler. Das ist schon ein bisschen gruselig. Denn wenn Gardevoir ein bisschen Zeit hat zu setupen, dann kann es theoretisch ganze Teams sweepen. Das Ding war allerdings auch ein bisschen unterlevelt, weil Pyros Team stellenweise bis hoch geht auf Level 47. Es ist komplett bescheuert. Und das war auch leider so ein bisschen der Grund, warum sowohl Giovanni in der 8. Arena als auch der Rivale vor der Siegestraße nicht wirklich richtige Bossgegner waren. Denn leider haben die in Feuerrot einfach eine unglaubliche Leveldifferenz. Der Rivale beispielsweise variiert zwischen Level 45 bis hin zu 53. Da also fair anzutreten, ohne irgendwo überlevelt oder unterlevelt zu sein, ist praktisch unmöglich. Ich bin zwei Level unter ihrem Ace angetreten und habe die komplett zerstört. Wer jetzt aber an dem Punkt denken sollte, dass Feuerrot dann ziemlich geschenkt war zum Ende hin, der hat sich leider geschnitten. Denn ich musste dann auch noch die Pokémon-Liga durchspielen und die war deutlich anspruchsvoller, als ich jemals gedacht hätte. Aber das hier war mein Team. Ich habe natürlich auch weiterhin mein Starmie gespielt, ich denke das war jedem klar. Ich habe allerdings auch Smogmog weiterverwendet, was ich jetzt schon eine ganze Weile im Team hatte, aber nicht wirklich eingesetzt habe. Und das Ding hatte Schlammbad, Feuersturm, Donnerblitz und Explosion. Eine Attacke, mit der man theoretisch gefährliche Coverligis wegsprengen kann, wenn die halt den Run gefährden würden. Und dadurch, dass ich nicht wirklich ein sinnvolles sechstes Teammitglied hatte, fand ich das mit am besten von meiner Box. Ich habe mich also dafür entschieden. Dann habe ich aber auch weiterhin Kokowai gespielt, was im gesamten Run ganz praktisch war, auch weil es halt Wasserattacken resistiert. Ich habe weiterhin Milotic gespielt, als defensives Wasser-Pokémon, als Gegenstück zu Starmie. Ja, und dann auch noch Arcani als Feuer-Pokémon, mit auch Bedroher und natürlich Geowatz. Als physisch-defensiven Core, der auch sehr gut Elektro-Pokémon oder beispielsweise Normal-Pokémon outen konnte. Also insgesamt erstaunlich viele Kanto-Pokémon, aber so läuft es halt manchmal.
Und damit wollte ich dann zunächst mal gegen Lorelei antreten und ich war hier ziemlich selbstbewusst, weil mein Team war eigentlich ziemlich stabil. Aber was die Pokémon-Liga dieses Mal bereithielt, habe ich nicht so ganz kommen sehen. Es beginnt mit Lorelei in der Kanto-Liga Nummer 2. Alter. Stabiler Start. Okay. Unangenehm. Es wird eine stürmige Liga. Wir können Surfer einsetzen für One-Shot oder vielleicht auch nicht. Es ist ziemlich defensiv. Wenn es nicht reicht, wäre schon cringe, oder? Ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt Surfer einsetze und wir gehen mal davon aus, es reicht nicht, er ist im roten Bereich, dann könnte er Grimasse missplayen. Ich bin dann langsamer als Despotar. Ich kann dann aber in Geowatz wechseln, weil er kein Erdbeben hat. Er macht Hypertrank zu 100% und stirbt im Durchbruch. Und wenn er dort dann Knirscher crittet, stirbt nur Geowatz, was nicht so schlimm wäre wie Sami. Komm, reich einfach. Ich meine, ich kann auch critten. Es war klar. Ich wusste es. Mach's nicht. Er macht's, oh Gott. Das war sehr, sehr unangenehm. Alter, was ein Anfang. Die Chance auf ein Grimasse-Missplay war ziemlich hoch, weil wir nicht in Kill-Range waren. So, ich bin aber safe schneller und er hat keine Prio, also... Was ist, wenn er jetzt ein Verfolgungs-Pokémon einwechselt? Dann hat Speedig mit Genesung, auch egal, ne? Puh. Immerhin ist ein Trank raus. Okay, krasser Anfang. Kannst bitte leichter weitergehen für Nontor. Er hat auch Crunch, ne? Die leichte Zeit von Starmie ist scheinbar vorüber. Ich denke, drin zu bleiben ist hier dumm. Marvin ist für den Fight leider so ein bisschen verloren. Wir gehen in Christoph. Wozu habe ich Christoph dabei? Overheat oder Flammenwurf? Ich denke, Flammenwurf reicht. Penontor hat keinen wirklich guten Wert, aber dafür halt ein guter Allrounder. Ja. Arcani ist ein Monster, sehr schön. Das haben wir. Boah, wäre die Liga krass geworden, wenn wir Starmie beim ersten Gegner verloren hätten. Panzer Aeron, ja, genau, sehr schön. Sehr, sehr schön, genau solche Matchups wollen wir. Wenn wir so 2-3 Kills schaffen in der Liga, gegen die ersten 2-3 Top-4-Mitglieder, kann ich mir auch einen Tod mal erlauben. Hypno. Hypno ist ein merkwürdiges Matchup, der macht mit Psychic guten Damage. Ich denke, wenn wir mit Psychic gecrittet werden, ist Christoph tot. Also machen wir das Play of Aaron, würde ich sagen. Swagger. Ugh, okay. Ja, gehe ich in Vanessa, I guess. Komm, mach einfach Psychic. Meditation, okay, das ist gut, das sind gewastete Runden. Einfach konstant Surfer. Gar nicht mit Hydro sich auseinandersetzen, nicht notwendig. Boah, macht das wenig, Alter. Oh, Milotic ist so ein Übermonster, es ist krass. Und wir haben wieder einen guten Start in die Liga. Uff, aber Despotar war etwas gruselig. Also ich sag euch ganz ehrlich, wenn Despotar hier Starmie getötet hätte, sehe ich mich wieder in Gen 1. Also, mein Team ist nicht so krass leider. Ich habe einige nicht so geile Teammitglieder. Und Starmie ist mit gigantischem Abstand das Beste, was wir haben. Mit Vanessa, aber Vanessa stemmt halt nicht Kämpfer alleine. Vanessa ist nur immer solide. Alter, das hätte ja was werden können, oder? Ich habe mit Starmie einfach den Kill gegen Despotar nicht geschafft und es hat Knirscher drücken können. Zu 6% ungefähr wäre Starmie hier einfach draufgegangen in der ersten Runde der Pokémon-Liga und es wäre unglaublich frustrierend gewesen. Aber gut, es kam nicht zum Crit und Starmie hat hier ein weiteres Mal irgendwie überleben können, nachdem es ja auch schon bei Sabrina beispielsweise durchaus hätte draufgehen können und dann ging es weiter mit Bruno. Und den hatte ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon insgesamt zweimal bei der Genlock besiegen können, in Gen 1 und in Gen 2. Aber wie lief es denn in der dritten Generation?
Der Anfang des Kampfes lief extrem gut, da ich erstmal einen Weiler dotten konnte mit Stami, was als Stami praktisch gar keinen Schaden verursachen konnte. Und dann kam als zweites ein Turtok rein, als weiteres Wasser-Pokémon. Und das habe ich dann erstmal wieder mit Donner angegriffen und es damit sogar in den roten Bereich gehauen, wodurch Bruno einen Trank verschwendet hat. Und dann dachte ich, dass dieser Kampf hier ziemlich geschenkt sein würde. Und als drittes kam dann auch ein Kokoball rein, was ich erstmal dazu verleiten konnte, irgendwann Hypnose gegen Stami einzusetzen. Ja, und das konnte ich einfach auswechseln dann in Arcani, was dementsprechend nicht mehr in Hypnose einwechseln konnte. Und Stami hatte halt eine Fähigkeit, die solche Probleme wie Schlaf heilen konnte, wenn man das Pokémon auswechselt. Und somit konnte ich Kokowai einfach ohne Probleme mit Arcani dann besiegen. Und als viertes kam ein zweites Wailord rein, was dann zugegebenermaßen ein bisschen gefährlicher war als das erste, weil das hat von Tränen eingesetzt auf maximalen KP und dann Amnesie, um defensiv zu werden. Aber das konnte ich dann mit Stami irgendwann wegcritten. Das Hauptproblem allerdings bei Bruno war sein letztes Pokémon. Denn er hat dann ernsthaft ein Schwertanz Guillotine Pinsir rausgeholt, was halt wirklich all meine Pokémon hätte one-shotten können. Und deswegen bin ich dann panisch ins Mokmok gewechselt, mein schlechtestes Pokémon, um das über Feuersturm zu besiegen. Ich hatte allerdings den One-Shot nicht hinbekommen und Mokmok wäre fast draufgegangen. K.O.-Attacken können wirklich alles kaputt machen, aber zum Glück kam es hier nicht dazu. Und nachdem ich dann bei den ersten beiden Kämpfen in der Liga jeweils fast ein Pokémon verloren hätte, ging es als nächstes weiter mit Agathe. Und das ist ja durchaus meistens keine so schwache Trainerin und diesen Kampf hier fand ich dann ziemlich unterhaltsam. Agathe ist die Nummer 3 mit Libiscus. Das ist irgendwie ein unnötig nerviger Gegner. Kannst du einfach treffen, bitte? Och Marvin, warum denn jetzt anfangen zu müssen? Oh nee, okay. Ich glaube, da gehe ich in Aron, ehrlich gesagt. Ja, komm. Ich will nicht, dass Dami jetzt so weird von Verwirrungen vorgeschwächt wird. Das ist nicht so gut. Und wenn ich mit Giga Drain kille, habe ich volles Leben. Will ich Lightscreen rauslegen? Nee, ich will killen. Weil Bitterkuss kann missen, ja. Das ist kein gefährliches Pokémon, aber anstrengend. Ich hasse Libiscus. Wozu existiert es überhaupt im Franchise? Brutalander! Die Liga ist heute stabil, irgendwie. Aber wir haben Milotic dagegen. Outspeed, One-Shot. Nice. Lucky. Papunga. Den outspeed ich nicht. Und der hat Schlafpuder. Das ist sehr unnötig. Der kann mich aber niemals One-Shotten. Vielleicht outspeed ich den. Ist okay, die Bilanz. Opfer mir ein bisschen Leben von Vanessa. Alter, ist das... Es ist ja nichts, Junge. Okay, Papunga ist Schmutz. Ich mag Papunga, das war eine lange Zeit mein Lead-Crippler. Ah, ist schon nervig. Jetzt habe ich nicht gesehen, was eingewechselt wird. Corazon. Ein Witz. Ich kill, glaube ich, einfach mit Hydro. Könnte reichen, ne? Oh, so wenig? Nein! Was? Ich wusste nicht mal, dass er das lernen kann, Digga. Alter, war das random, Mann. Du darfst keinem Scheißgegner vertrauen. Keinem Scheißgegner darfst du vertrauen. Runterwischen, weitermachen, egal. Wir kriegen das hin. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Alter. Warum hat Corazon Spiegelcape, Junge? Es gibt eine Handvoll Pokémon, die Spiegelcape per Level-Up haben in Gen 3, aber das sind vielleicht 3 oder so. Ich weiß nicht. Latios. Krass. Mein Eis-Pokémon ist tot. Scheiße. Was passiert hier? Der Emotional Damage ist heute wirklich hoch. Ich sehe keine Möglichkeit, den zu besiegen. Vernünftig. Irgendwelche Quatschmöglichkeiten sehe ich. Ich sehe zum Beispiel Aron, Lightscreen, Basti, Felswurf. Aber Felswurf ist so scheiße, gar kein Bock mehr. Ich sehe halt das Problem, wenn ich in Marvin bleibe,
Das ist nicht leicht für den auszustoren. Der resistiert alle Moves. Ich habe keine Ice Coverage auf Marvin. Ich denke, die Paralyse zu grinden ist womit das Beste. Oder es Bats Drops mit Psychic, aber die sind so unkonstant. Psychic 1, wir zählen mit. Bra. Okay, im Falle von einem Decrease gehen wir kurz in Aron, würde ich sagen, immer. Der hat sau wenig AP. Wir werden die wegstallen und damit Kokoball. Nicht mit Kokoball, mit Geowatz töten. Ja, okay. Ja, das war ein merkwürdiges Stall-Battle jetzt noch ganz lang, aber. Latios war stehend tot, basically. Okay, das war. Ach so, ich dachte, es kommt noch ein Gegner. Ich bin komplett verwirrt, Digga. Okay. Spiegelcape Corazon. Ich meine ganz im Ernst, wer denkt an sowas? Es gibt eine Handvoll Pokémon, die Spiegelcape im Level-Up-Move-Pool haben, aber ich hatte keine Ahnung, dass Corazon das hat, bereits in der dritten Generation einfach so mal in der Pokémon-Liga. Ich habe hier eiskalt mein Pilotic verloren, eines meiner besten Pokémon überhaupt, doch immerhin konnte ich dann auch noch ihr Latios stoppen, was ja ebenfalls nicht gerade ungefährlich war. Ich fand's aber schon wirklich interessant an dem Punkt, wie viele lächerliche Trollstrategien die dritte Generation gegen mich auffahren wollte. Und diese hier hatte tatsächlich funktioniert. Und damit hatte ich jetzt zum ersten Mal die Situation vor mir in der Genlog, dass ich kein volles Team mehr hatte in der Pokémon-Liga. Und als nächstes muss ich dann gegen Siegfried antreten, bei einem 5 gegen 5 auf Augenhöhe, was halt eigentlich nicht so geplant war. Sein erstes Pokémon konnte ich mal wieder ziemlich leicht besiegen, weil das war nur ein Kapaloris, und das konnte ich über Starmie wieder komplett wallen, weil es einfach kein gutes Moveset hatte. Diese ganzen Entwicklungssteinentwicklungen haben halt wirklich komische Level-Up-Move-Pools. Als zweites kam dann aber ein Banette rein, und das hatte einen physischen Spukball gegen mich. Ich bin also dann lieber rübergewechselt in Arcani und hab dann sogar mit Flammenwurf einen Burn rausbekommen, was den Schaden von Spukball halbiert hat. Also lief dieser Kampf hier an dem Punkt ziemlich gut für mich. Als drittes hat dann aber Siegfried mal wieder ein Despotar rausgeholt, und das wollte ich dieses Mal ganz sicher nicht mit Starmie besiegen. Ich bin also dann in Geowatz gewechselt, und es kam Gott sei Dank ein Grimasse-Missplay, und dann konnte ich das nach einem Knirscher-Hit, der wirklich wehgetan hat, One-Shotten über Erdbeben. Und dann konnte ich mit Geowatz hier auch den gesamten Kampf zu Ende führen. Es kam dann noch Tauboss, was ich halt mit Geowatz komplett zerstören konnte, und auch noch ein Kravums, was man jetzt nicht unbedingt unterschätzen sollte, weil es per Level-Up Hyperstrahl lernt. Aber ich konnte halt ohne Probleme resistieren in der Theorie, und auch Stampferflinches waren jetzt nicht so schlimm. Also mit dem Kampf gegen Siegfried bin ich prima klargekommen. Und damit befand ich mich dann nun vom letzten Kampf in der dritten Generation gegen meinen Rivalen im Champfight. In der Unterzahl mit nur 5 Pokémon, aber immerhin. Und ich wusste, wenn ich diesen Kampf jetzt gewinnen sollte, dann habe ich direkt Pokémon Platin erreicht, weil Feuerrot halt kein richtiges Postgame hat mit irgendwelchen krassen Bosskämpfen oder so. Und dementsprechend hatte ich eigentlich gute Voraussichten, aber ich musste halt diesen Kampf hier irgendwie überleben. So, wir haben ein 5 gegen 6 gegen den Champ. Wir sind in der Unterzahl. Mal sehen, wie lange noch. Quappo? Wunderschön, genau so soll das laufen. Und schon ist es Gleichstand. Aber mal sehen, wie lange noch. Marvin sieht Blut. Papunga? Ich weiß nicht, ob ich Papunga outspeede. Ich bin 5 Level drüber und habe EVs. Wollte gerade sagen, eigentlich schon, oder? Wunderschön. Da waren es noch 4. Mal sehen, wie lange es noch 4 sind. So macht das Spaß. Wir haben jetzt einen leichten Champfight. Leta King. Oh Gott, okay. Jetzt wird's ernster. Ich habe eine krasse Idee gerade. Wir gehen in Surfer, beziehungsweise... Nee, wir gehen im Psychic, da kriege ich eine Drop-Chance. Wir sind durch Covet nicht One-Shot. Dreschflegel wird er random nicht auslösen, denke ich. Und wäre jetzt auch noch nicht so schlimm. Wenn er Swagger macht, habe ich eine Lumberry. Zufällig gerade ausgerüstet. Und dann ist er Two-Shot mit Psychic. An der Heal-Range vorbei und tot. Scheiße, er ist in der Heal-Range. Okay, das hat nicht geklappt. Schade. Nach dem Trank kommt wieder Faulenzen. Ich kann weitermachen. Das vergesse ich immer. Finde ich auch ein bisschen weird, dass nach dem Trank Faulenzen kommt. Aber müsste so sein, ne? Er müsste jetzt Faulenzen.
Gut. Wäre cringe gewesen, wenn nicht. Surfer Kill. Okay, macht's nochmal. Okay, Leta King tot. Wir haben keinen Damage und schon 3 Kills. Das sieht sehr gut aus. Rizos, okay. 6-0 fürs Dami. Sandama? Oh mein Gott, wir haben es geschafft, oder? Komm, sag mir, dass es das war. Ich will nach Platin. Jetzt Kyogre, Disrespect, Game Over. Nein! Alter, er hat Pixie. Alter. Okay. Der spammt halt Komprimator. Und Gesang. Und outspeedet meine Sprengungs-Pokémon. Mit Stami bin ich jetzt am outspeeden und kann direkt Schaden drücken. Wenn ich jetzt ins Mogmog gehe und er macht Komprimator und ich drücke Sprengung und ich treffe nicht, der kann jetzt sogar K.O.-Attacken auslösen, weil er ein Level drüber ist. Ich denke, es ist hier nicht das richtige Play, sich zu sprengen. Was ist, wenn ich misse? Dann zählt jedes Teammitglied. Ja, es war gut so, es war gut so. Hätte nicht geklappt, wahrscheinlich. Wenn ich jetzt wandern, es ist die eine Chance. Jetzt können wir nicht in Gesang reinwechseln, es ist die höchste Chance, komm. Wir kriegen das hin. Danny? Ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Explosion. Daneben. Okay, es ist schade, dass es daneben ging. Christoph. Ich habe einen Backup-Plan. Es kommt Bedroher. Was schon mal Pixie generell entwertet. Hitzekoller. Es lebt. Es ging ihm nie besser. Metronom. Komm, Explosion. Metallklaue. Oh, er will seinen Angriff zurück. Kommt Heilung? Oh Gott. Okay, wir gehen in Marvin. Noch einmal diese Lebensleiste weg. Ich könnte Basti sprengen. Aber nee, dann bin ich auf 3 Teammitglieder runter. Das wäre dumm. Das wäre dumm. Nee, ich gebe soliden Damage weiterhin. Ist okay. Der hat keinen Heilungsmove. Ich muss nur hin und wieder was treffen. Minus 2 Attack schon. Dieses Starmie mit dieser Fähigkeit ist so geil. Komprimator. Klar, Explosion Geowatz wäre sofort Ende. Aber wir wissen, dass es immer mattert. Komprimator mattert immer bei der KI. Ich treffe bisher zumindest die Hitzekoller. Ja, Feuer gegen Pixie rauszulegen mit Magieschild bringt nichts. Wir machen so. Falls Gesang kommt. Ganz genau. Christoph wird dich niederbrennen. So wie es die gesamte Generation niedergebrannt hat. Komm schon. Komm. Trifft, ne? Das war's. Wir haben es geschafft. Oder Low Range vielleicht? Es reicht. Oh Gott sei Dank, Alter. Was sollte das denn jetzt? Warum so? Warum das als letztes Pokémon in Gen 3? Es musste noch mal kommen. Es musste noch mal kommen. Was zur Hölle war das hier schon wieder für ein Fight? Pixie als letztes Pokémon der dritten Generation wollte mich einfach noch mal beenden und es konnte sogar den Tod von Smogmog einfordern, was leider Explosion gemisst hat. Ich habe selten gesehen, dass die dritte Generation hier einfach dermaßen viel Lust darauf hatte, mich komplett zu verarschen. Ich meine, es fing ja schon an bei Felicia mit Ultraschall Elektroball, aber dann kamen auch noch mehrere Pixies, die Explosionsliga in Smaragd, Spiegel Cape Corazon beispielsweise, wir hatten auch eine K.O.-Attacke hier in der Liga und dann auch noch ein Pixie. Das ist schon eine ganze Menge auf einmal gewesen und dass nach all dem ich immer noch nur 12 Tode hatte insgesamt, hat mich extrem überrascht. Aber gut, ich habe die dritte Generation ebenfalls bei der Genlock im ersten Versuch abschließen können und hatte damit schon 4 Spiele in der Tasche. Und als nächstes ging es dann weiter in Pokémon Platin auf dem Nintendo DS in der vierten Generation. Ich würde aber sagen, das war's für den heutigen Part an der Stelle. Ich denke, das Video ist auch heute mal wieder lange genug geworden, aber es hat extrem viel Spaß gemacht.
Die gesamte Challenge ist einfach mega spannend gewesen und ich kann euch versprechen, da kommt noch deutlich Heftigeres auf euch zu. Die Genlog wird hinten raus einfach immer und immer mehr eskalieren und es wird mit jedem Part schwieriger. Und wie schon gesagt, auch die nächste Folge kommt dann bereits in wenigen Tagen online, also seid schon mal gespannt darauf. Ihr könnt mir sehr gerne hier ein Abo dalassen, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, oder mir auf Twitch folgen, wo ich diese Runs hier regelmäßig live verspiele. Auch die nächste Genlog beispielsweise wird dort erspielt. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns bald in der dritten Folge. Und schaut auch gerne bei meinem Sponsor vorbei, Link ist in der Beschreibung. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind, deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates, deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.